Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier zu unserer Tagung Georg Lukács im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Patrick Eiden-Offe und ich begrüße Sie jetzt hier im Namen der Helen Panke, der Internationalen Georg Lukács Gesellschaft und des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung. Das sind die drei ausrichtenden und organisierenden Institutionen hier. Und ich möchte mich zuerst einmal nochmal bei Herrn Links und bei Herrn Koch bedanken und auch bei den Institutionen, die das hier mit ermöglicht haben, nämlich der Stiftung Kommunikationsaufbau, dem Aufbauhaus und dem TAC. Ich begrüße Sie jetzt zu dieser Tagung und freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Das war eine sehr aufreibende und aufregende Vorbereitung, nicht zuletzt durch die Umstände, unter denen das Ganze hier stattfinden muss. Und umso froher bin ich, dass es jetzt tatsächlich losgeht. Eigentlich müsste sie rechtmäßigerweise jetzt hier Frank Engster von der Helen Panke bedanken. Der hat nämlich, wenn ich von aufregenden und aufreibenden Vorbereitungen spreche, den Großteil davon getragen. Und dann ist ausgerechnet er unglücklicherweise in eine, man könnte sagen, Corona-Falle getappt. Er ist im falschen Augenblick in ein falsches Land gereist und muss jetzt das Ganze aus Quarantäne beobachten, aber auch teilnehmen. Und er hat, wir haben das große Glück, dass er gleich hier beim ersten Panel dabei sein wird. Ich moderiere dieses Panel und leite damit dann auch gleich über, damit es jetzt auch inhaltlich losgeht. Das erste Panel heißt Politik, Theorie, Praxis und Revolution. Wir werden später noch ein Panel zur internationalen gegenwärtigen Rezeption von Lukács und zur Lukács-Debatte in Brasilien, Ungarn und der Volksrepublik China haben. Dann ein Panel zu Wahlverwandtschaften, dem Verhältnis von Lukács zu anderen Strömungen und Denkerinnen. Und schließlich ein Panel zur Ästhetik und zur Kunsttheorie Lukács. Jetzt aber Politik, Theorie, Praxis und Revolution. Und Beiträger, also wir haben drei Beiträgerinnen zu diesem ersten Panel. Das ist Frank Engster, Luise Meyer und Stefan Bollinger. Und Stefan Bollinger ist Historiker und stellvertretender Vorsitzender der Helen Panke und wird auch im Namen der Helen Panke Sie jetzt begrüßen und dann gleich mit seinem Vortrag beginnen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine gute Tradition geworden, dass die Internationale Lukács-Gesellschaft und die Helle Panke RLS Berlin einladen zu gemeinsamen Konferenzen, die ihre Spuren in den Veröffentlichungen auch der beiden Vereine hinterlassen haben, um einen der großen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts zu würdigen, der für linke gesellschaftliche Veränderung nach den theoretischen Fundamenten suchte, die an historischen Weggabelungen selbst politisch oft unter großem Eigenrisiko, das nicht immer vom Klassengegner ausging, Eingriff. Ein Intellektueller des 20. Jahrhunderts der Extreme, der selbst die Widersprüche und Konflikte dieser Zeit lebte, erlebte und überlebte. Er war einer der kritischen Marxisten, die in West wie Ost mit seinen Theorien politisch prägend wirkte. Er suchte, irrte, vertiefte aber auch nie die Überzeugung verloren, dass eine sozialistische Umgestaltung unerlässlich sei, dass Revolution und Demokratie zusammengehörten und er für jede neue Bewegung offen war, ohne seine Überzeugung von einem Sozialismus, der kämpfen musste, der Demokratie und Macht zu verbinden vermochte und der durch einen einzigen Gegner in vielgestaltiger Form bedroht ist, den Kapitalismus und nicht zuletzt in seiner verbrecherischsten faschistischen Form. So wichtig ihm Ethik war, ein Moralisieren, das Analyse, Organisation und Kämpfe ersetzte, lag ihm nicht. Uns für diesen Marxisten zusammenzusetzen, mit ihm auseinanderzusetzen, ist für uns auch heute wichtig. Dass wir es hier an einem Ort tun, der ideal für den geistigen Austausch ist, verdanken wir dem Aufbauhaus, das wir hoffentlich auch bald alle in Persona nutzen können. Unsere heutige Konferenz verbindet die Helle Panke in einer Kooperation mit der Internationalen Lukács-Gesellschaft, dem Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie dem Theateraufbau Kreuzberg und der Stiftung Kommunikationsaufbau, dem Prinz Charles und dem Bechstein-Network. Unbedingt danken wollen wir Matthias Koch vom Aufbauhaus, Moritz Pankok vom Takttheater und der Stiftung Kommunikationsaufbau, die uns großzügig bei der Umsetzung dieser Konferenz halfen und helfen. Als stellvertretender Vorsitzender der Panke geht mein Dank natürlich auch den unmittelbaren Organisatoren der Konferenz, Rüdiger Dannemann von der Lukács-Gesellschaft, Patrick Eiden-Offe vom Leibniz-Zentrum, Frank Engster von der Helen Panke und den vielen Mitstreitern und als Referenten und Referentinnen, aber nicht nur zuletzt auch an den Computern als Spezialisten. Wir leben in einer Zeit, in der die Linke, in der die Sache des Sozialismus, einer sozial gerechten, demokratischen Unterdrückungswehrsrecht, ausbeutungsfreien Gesellschaft nach der welthistorischen Zäsur 1989-91 auf den Rückzug scheint. Der Realsozialismus ist untergegangen, die Sozialdemokratie ist nur noch einer Schatten ihrer selbst
Und die letzte große Hoffnung, der Anarchismus in seiner Vielgestaltigkeit mag Fantasien beflügeln, realpolitisch bleibt er marginal. Diese historische Niederlage hat auch dafür gesorgt, dass der Marxismus verdrängt, marginalisiert, weitgehend aus der akademischen Community eliminiert ist. Daran ändern auch die scheinbar so wohlwollenden Jubiläumsideologen zu den 200. Geburtstagen von Marx und Engels wenig. Die sind natürlich wichtig, weil sie angesichts der nur für Nicht-Marxisten überraschenden Wiederkehr der kapitalistischen Krisen und der Zwänge zur Veränderung dieser Gesellschaft oder gar ihrer Überwindung nun als große Analytiker des Kapitalismus und eben seiner Krisen gewürdigt werden. Sie werden von den nicht zuletzt im Osten errichteten Sockeln der Denken wieder heruntergeholt, um als Menschen von Fleisch und Blut, von Sünde und Lebenskraft historisiert und wohl auch ein wenig entdämonisiert zu werden. Nur der Marxismus des immer noch und heute stärker drängenden Klassenkampfes, der Marxismus geschichtlicher Gestaltungskraft, der Marxismus der Revolution und der zu formierenden revolutionären Subjekte ist weniger geliebt. Da wird marxistischen Denkern und Macher denn doch lieber der Platz, in der sie, wie manche dieser kritischen Beobachter meinen, erledigten und verstaubten Ahnengalerie zugewiesen. In der praktischen Politik, so auch in der Auseinandersetzung um die Verfassungstreue einer sicherlich auch bei dem einen oder anderen in dieser Runde nicht geliebten Zeitung der jungen Welt, wird der Marxismus zur Verfassungsbedrohung, zur Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Da stört die Verteidiger der heiligen kapitalistischen Ordnung wenig, wie differenziert und widersprüchlich Marxismen sein können. Sie ahnen, jeder Marxist kann zum Umstürzer der Gedanken und vielleicht der Eigentumsordnung werden. Da blitzt auch, das wird gerne vergessen, aber es existiert immer noch das KPD-Verbotsurteil von 1956 auf. In einer Antwort auf eine diesbezügliche Anfrage der Fraktion Die Linke im Bundestag stellt das Bundesinnenministerium fest, die marxistische Grundüberzeugung enthält als wesentliches Ziel, die freiheitliche Demokratie durch eine sozialistisch-kommunistische Gesellschaftsordnung zu ersetzen. Um dann kryptisch fortzuführen, es bleibt offen, ob es um die Analyse eines wohlvorhandenen Sachverhalts oder um die Sorge einer linksextremistischen Organisation von Sozialstrukturen geht, es widerspricht der Aufteilung einer Gesellschaft nach dem Merkmal der produktionsorientierten Klassenzugehörigkeit der Garantie der Menschenwürde. Menschen dürfen nicht zum bloßen Objekt degradiert oder zum Kollektiv untergeordnet werden, sondern der Einzelne stets als grundsätzlich frei zu behandeln. Die ihm gegenüberstellt die unbedingte Unterordnung einer Person unter ein Kollektiv, eine Ideologie oder eine Religion, eine Missachtung des Wertes dar, die jedem Individuum seiner selbst willen zukommt. Unser Georg Lukács hätte an solchen Auseinandersetzungen sicherlich seine wahre Freude. Denn Klassenkonflikte, das Ringen um gesellschaftliche Alternativen, letztlich der Wille, das bestehende System an den Wurzeln zu packen und zu zerstören, wenn auch im Weg dahin moderat, war sein Ding. Bei aller Begeisterung für die Tiefen der Lukács' Interpretation und Weiterentwicklung des Marxismus, für seine ästhetischen Theorien, bleibt das Spannende seines Wirkens die Verbindung von Theorie und Politik. Und dies nicht nur in abstrakten wissenschaftlichen, philosophischen oder literaturtheoretischen Ausarbeitungen, sondern im praktischen politischen Geschäft. Als stellvertretender Volkskommissar der Ungarischen Republik und Politkommissar an der Front, als Funktionär der kommunistischen Bewegung, als Stichwortgeber im ideologischen Kampf gegen den Faschismus und dessen geistigen bürgerlichen Wegbereiter. Ja, er wusste um die Schwächen und Mängel und Irrwege der eigenen Bewegung, widersprach, wenn er konnte, resignierte, wenn er musste. Dafür steht auch sein Engagement als Politiker der kurzlebigen und fatalen Konflikt stehenden ungarischen Reformregierung von 1956. Noch öfter aber findet er sich jenseits seiner politischen Funktion, seiner erzwungenen oder überzeugten Selbstkritik, nicht selten nicht nur von der Konterrevolution, auch den vermeintlichen eigenen Genossen bedrängt und bedroht. Aber er blieb immer doch der gleiche, der Verräter seiner Klasse, der sich als Intellektueller einer neuen Klasse der Arbeiterklasse und ihrer politischen Organisation verschrieben hat. Für eine sozialistische, demokratische, aber auch wehrhafte Gesellschaft. Ein Stichwortgeber und Anreger, der im Unterschied zu manchen Adepten aber immer wusste, wo er im Systemkonflikt, im Klassenkampf stehen musste, auch wenn es schwer fiel. Lukács erfüllt die Kriterien, die ein anderer Marxist, im Kerker eigentlich, Antonio Gramsci, italienischer Parteiführer und kreativer marxistischer Intellektueller, insbesondere in seinen Gefängnisheften entwickelte. Lukács verkörperte einen Marxismus, der so Gramsci Wissenschaft und Handeln bedeutet. Den Übergang von der Utopie zur Wissenschaft und von der Wissenschaft zum Handeln. An dieser Schnittstelle agierte Lukács seit 1918 immer wieder.
Er war offenkundig jener organische Intellektuelle, der Gramsci vorschwebte, wenn er von der Handlungsfähigkeit einer Klasse im Kampf um Hegemonie, politisch aber eben auch im positiven Sinne, ideologisch schrieb. Er sah, dass jede das Recht jeder aufstrebenden Klasse sich selbst neue organische Intellektuelle schafft. Und er hatte keine Schwierigkeit zu begreifen, dass dieser neue Typ von Intellektuellen letztlich sich zunächst auch aus den Verrätern der bisher herrschenden Klassen rekrutieren konnte und musste. Gleichzeitig sah Gramsci als Intellektueller wie als Führer einer radikalen linken Partei die Schlüsselrolle dieser Organisationsform. Das fällt heutigen Betrachter nach den fatalen Erfahrungen mit den versteinerten kommunistischen Parteien des Ostblocks schwer. Aber das ist angesichts der Biografie George Lukács, der sich seit 1918 als Kommunist verstand, wenn auch zeitweilige Maßregeln ausgeschlossen, nachzuvollziehen. Gramsci betonte, dass für die Gewinnung der Hegemonie und letztlich den gesellschaftlichen Umbruch, wenn wir ihn weiterdenken, die neue politische Kraft, die Partei, wie Gramsci schreibt, zu qualifizierten politischen Intellektuellen, Führern, Organisatoren aller Aktivitäten und Funktionen kommen muss, die zur organischen Entwicklung einer integralen, zivilen und politischen Gesellschaft gehören. Man kann sogar sagen, dass die politische Partei in ihrem Umfeld ihre Funktion viel vollständiger und organischer erfüllt, als der Staat die seine in einem weiteren Umfeld erfüllt. Und Gramsci spitzte in dieser Hochzeit des revolutionären Kampfes im Gefolge des Ersten Weltkriegs und der Russischen Revolution der weltweiten politischen Aufbrüche ungeachtet aller Niederlagen zu. Ein Intellektueller, der sich der politischen Partei einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe anschließt, verschmilzt eng mit der Gruppe, was durch die Beteiligung am staatlichen Leben nur in bescheidenem Maße und manchmal überhaupt nicht geschieht. Allerdings, Gramsci ist ebenso wenig naiv und uneinsichtig hinsichtlich der Risiken und Probleme einer solchen Verschmelzung von Partei und Intellektuellen. Und er ahnt, und angesichts der sowjetrussischen Erfahrung weiß er es wohl auch, dass diese Entwicklung Intellektuelle auch verführen kann, sie unter Umständen auch missbrauchbar macht. Lukács steht in diesem Kontext als Kommunist und Intellektueller, der der sozialistischen Sache zum Durchbruch verhelfen will, als Staatsfunktionär, wie als Politkommissar, als Parteifunktionär, als Wissenschaftler. Aus dieser ernst genommenen doppelten Funktion ergaben sich aber auch die Konflikte mit seiner Partei, die meist nicht verstand, warum dieser fähige Kopf diesen zum Nach- und Neudenken nutzte. Dabei hatte er sich eigentlich nur jene frühe harsche Kritik Lenins zu Herzen genommen, die ihm einst unterstellte, dass sein Marxismus ein Marxismus der bloßen Worte sei. Lenin kritisierte, es fehlt eine konkrete Analyse ganz bestimmter historischer Situationen. Ja, das versuchte Lukács zu beherzigen, brachte ihn mit den Blumenthesen und der Suche nach differenzierten Kampfformen in Konflikt mit den allwissenden Heißsporn der Parteiführung. Seine Idee von einer demokratischen Diktatur des Proletariats, eigentlich in Anlehnung an Lenins Revolutionskonzept von 1975, hätte auch im Kampf gegen den aufkommenden Faschismus Bedeutung haben können. Das war aber damals 1928 zu Zeiten des linksradikalen Schwenks der Kommentarenpartei nicht erwünscht. Wie so oft in seinem Leben übte er Selbstkritik, wohl meist mit einem nicht nur Quäntchen des Zweifels an deren Richtigkeit, aber mit dem Wissen, dass nur eine starke, geschlossene, handlungsfähige Partei eine Chance zum Überleben und zum Erfolg hatte. Nochmals an Gramsci erinnert er in seiner Auseinandersetzung mit ökonomistischer Verkürzung der Philosophie der Praxis, also des Marxismus, sicher nicht nur die Vertreter des Zweiten Internationalen im Auge hatte. Hier verlöre, so schreibt er, die Philosophie der Praxis einen Großteil ihrer kulturellen Ausstrahlungskraft in der höheren Sphäre der intellektuellen Gruppe, so sehr sie davon auch in den Volksmassen und unter den intellektuellen mittleren Kalibers gewinnt, die nicht die Absicht haben, nicht das Gehirn zu zermartern, sondern als äußerst schlau erscheinen möchten. Das Ausweichen in die Literaturtheorie ermöglichte Lukács ein scheinbar nicht ganz so konfrontatives Arbeitsfeld. Wir haben gerade von den Schwierigkeiten und auch Konflikten gehört, dass die Formierung einer sozialistischen Kultur und immer mehr in den Auseinandersetzungen mit dem Faschismus und seinen geistigen Wegbereitern ihm Erfüllung den antifaschistischen Kräften geistig Rüstzeug brachte. Nicht zuletzt sah es auch als Feld eines Partisanenkampfes, wie er schreibt, gegen die steinistische Verkürzung des Marxismus als Wegbereitung für eine Renaissance des Marxismus, der er sich in den folgenden Jahrzehnten bis zu seinem Tod verschrieben hatte. Trotzdem sah er sich immer in einem Zweifrontenkrieg gegen den Steinismus wie gegen die falsche Alternative des westlichen, demokratischen, aber letztlich doch kapitalistischen Weges, was auch seine Positionsbestimmung zum Prager Frühling erklärt. Er hatte keine Illusionen, ideologische Beeinflussung gepaart mit ökonomischer und militärischer Stärke funktioniert.
Lenin hatte Lukács eins kritisiert, nicht die konkrete Situation analysiert zu haben und verlangt das Wesentliche, die Notwendigkeit aller Arbeitsgebiete und Einrichtungen, durch welche die Bourgeoisie ihren Einfluss auf die Massen ausübt und so weiter, zu erobern oder erobern zu lernen, aufzudecken. Dem stellte sich Lukács in seinen beiden letzten Lebensjahrzehnten, auch wenn schmerzliche Ausflüge in die politische Praxis seines Landes und die wohl eher ungebetene, nicht erfolgreiche Vereinnahmung durch die westeuropäische Studentenbewegung und die Prager Reformversuche ihn immer wieder auch politisch in Zwiespalt brachten und gelinde gesagt Ärger einbrachten. Seine Ontologie des gesellschaftlichen Seins als Alterswerk und Versuch einer komplexen Rekonstruktion des Marxismus mit seinen Kategorien seiner Dialektik ist außer für die Jünger, Lukács Jünger, schwer verdauliche Kost, nicht für die Massen geschrieben, sondern für Intellektuellen, die den harten Weg brauchen, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Mitten im Werk finden sich zwei Jahrzehnte vor dem Zusammenbruch des Realsozialismus und dem Triumphgeheul der Sieger der Geschichte der Gedanke. Ich zitiere, der Weg zum Sozialismus ist also in völliger Übereinstimmung mit der allgemeinen gesellschaftsgeschichtlichen Ontologie von Marx. Diese drückt sich auch als Gegensatz zu allen Anschauungen aus, die ein Ende der Geschichte annehmen. Zu Marx-Zeiten handelt es sich vor allem um die Utopisten, die den Sozialismus als einen endgültig zustande gebrachten menschenwürdigen Zustand betrachten. Für Marx handelt es sich auch hier um den weiteren Fortlauf der Geschichte. Und Lukács setzt mit einem Zitat aus Kritik der politischen Ökonomie von Marx fort, der Sozialismus so beschreibt: Mit dieser Gesellschaftsformation schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft auf. Das Wort Vorgeschichte ist mit Bedacht gewählt und hat hier eine Doppelbedeutung. Erstens die stillschweigende, aber trotzdem entschiedene Ablehnung jeder Form des Endes der Geschichte. Der von Marx gebrauchte Ausdruck soll aber zugleich den besonderen Charakter des neuen Abschnitts der Geschichte charakterisieren. Das Problem von Lukács und der Linken damals ist das Scheitern eines anderen Kampfes, der eigentlich für diese Renaissance den Weg ebnen sollte. 1970 konnte er noch ein wenig optimistisch sein. Die zwei großen Wendepunkte unserer Epoche, ob Hitler der Herrscher der Welt sein würde oder der American Way of Life Herrscher der Welt sein würde, wurden durch den Sozialismus selbst in seiner steinistischen Trennung verhindert. Trotzdem stehen wir heute ideologisch in bestimmter Sinne wieder am Neuanfang. Die Renaissance des Marxismus soll deshalb eine ideologische Basis für Politiker abkeimen, wobei ich ebenso wenig wie Marx selber übersehe, dass es immer Zufall ist, wer im gegebenen Moment an der Spitze der Arbeiterbewegung steht, so im Spiegel 1970. Diese Renaissance des Marxismus, dieser linken Politikerinnen und Politiker und diese wie auch immer geartete Partei fehlen aber immer noch. Dankeschön. Wir machen jetzt direkt weiter. So haben wir das abgesprochen, dass also alle drei Referentinnen erstmal ihr Input-Referat geben und wir dann am Ende alle drei gemeinsam diskutieren, weil man dann eben auch vielleicht besser in eine gemeinsame Diskussion kommt. Und dann wird es auch die Möglichkeit für die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen draußen an den digitalen Endgeräten, wie man jetzt immer sagt, da mitzumachen. Das wird dann freigeschaltet, das wird dann bei Gelegenheit noch erklärt. Ich selbst habe es noch nicht verstanden. Ja, wir machen jetzt weiter mit Frank Engster. Von ihm war eben schon die Rede. Er ist, er macht bei der Helen Panke und der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit und ist als Autor vielfältig tätig, hat zu Lukács umfänglich veröffentlicht und hat auch 2014 ein dickes, gewichtiges Werk mit dem Titel Das Geld als Maßmittel und Methode, das Rechnen mit der Identität der Zeit im Neophilis Verlag veröffentlicht, in dem es auch ein sehr wichtiges Lukács-Kapitel gibt. Frank, du bist jetzt dran mit deinem Beitrag. Ja, vielen Dank, Patrick. Der Titel meines Vortrags lautet Lukács, der Klassiker und das klassische Problem der Kapitalismuskritik. Die Frage wird sein, was das Klassische bei Lukács und was das Klassische in der Kapitalismuskritik jeweils ist und wie beides übereinkommt. Zunächst zum Klassischen bei Lukács. Es gibt Lukács, den Ästhetik- und Literaturkritiker, Lukács, den Praxisphilosophen, den Lukács der politisch-interventionistischen Schriften und den späten Lukács der Ontologie. Lukács wurde auch zum Klassiker durch seine Vielseitigkeit. Und doch hätte er diesen Status als Klassiker niemals ohne Geschichte und Klassenbewusstsein erhalten. Und hier war es wiederum ein ganz bestimmter Aufsatz, der unbestreitbar zum Klassiker wurde, der sogenannte Verdinglichungsaufsatz. Doch was genau ist das Klassische darin? Warum wurde der Verdinglichungsaufsatz zunächst zur Initialzündung des westlichen Marxismus und zur Inspiration für die kritische Theorie und dann 50 Jahre später
erneut zu einer Referenz im Zuge der Erneuerung des Marxismus im Vor- und Umfeld des langen Jahres 68. Das Klassische dieser Aufsatzsammlung und besonders seines berühmtesten Aufsatzes liegt, so meine These, in der Aktualisierung der klassischen Aufgabe der Kapitalismuskritik. Diese Aufgabe beherrscht bereits Marx' Kritik der politischen Ökonomie und ist ihr durchgehendes und bis heute ungelöstes Problem geblieben. Und für diese klassische Aufgabe der Kapitalismuskritik müssen wir uns dieser Ökonomiekritik von Marx zuwenden, bevor ich dann Lukács' Aktualisierung dieser Aufgabe beschreiben möchte. Marx zufolge drängen die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft zwar gleichsam von selbst zu ihrer Lösung, doch einerseits muss diese Lösung erst noch praktisch werden und zum anderen erfahren sie bislang nur eine immanente Versöhnung und Schließung, formvollendet formuliert und zugleich idealistisch verkehrt in der Dialektik Hegels. Marx will diese Immanenz der hegelschen Dialektik wie der kapitalistischen Wirklichkeit öffnen, indem er untersucht, auf welche Weise die kapitalistischen Widersprüche aus innerer Notwendigkeit aufbrechen und ihre Überwindung durch eine andere, kommende kommunistische Gesellschaft nachgerade für sich verlangen. Mit dieser Überwindung ist Marx und die Theorie und Praxis nach Marx aber bekanntlich nicht recht fertig geworden. Doch auch wenn diese Überwindung bislang nicht gelungen ist, so lässt sich doch zumindest die Aufgabe genau bestimmen, die Marx durch sein Kapital aufgegeben hat. Die Aufgabe ergibt sich schlicht aus derjenigen Schnittstelle, die er im Untertitel seines Kapitals anvisierte und geradezu programmatisch vorangestellt hat, Kritik der politischen Ökonomie. Betrachten wir zunächst den Begriff der Kritik und dann, wie sie die Schnittstelle politische Ökonomie in Stellung bringt. Es ist bis heute ja umstritten, was genau mit Kritik gemeint ist, aber sie ist wohl mindestens dreifach zu verstehen. Sie ist erstens schlicht Kritik der Sache selbst, also der kapitalistischen Produktionsweise, die Marx im Kapital entwickelt. Er unterzog damit aber zweitens auch die Verarbeitung und Vorstellung einer Kritik, die eben diese kapitalistische Ökonomie auf Seiten der bürgerlichen Wissenschaft und Ökonomietheorie hervorbringt, aber auch im Bewusstsein, im Alltagsverstand und in der Alltagspraxis. Damit hat die Kritik also auch eine erkenntnis- und ideologiekritische Seite. Und drittens handelt es sich schließlich um eine Kritik durch Darstellung und umgekehrt, wie Marx selbst seine Methode bezeichnet hat. Die Formulierung geht auf Hegels Dialektik zurück und besagt, dass jede einzelne Kategorie sich dadurch selbst kritisiert, dass sie immanent in eine andere übergeht, sodass sie negiert wird und doch ihre Bestimmung erst im Fortgang erhält. Dieses Aufheben, wie es mit Hegel heißen müsste, führt in den zwanglosen Zwang der inneren Notwendigkeit des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs oder, wie Lukács sagen würde, der Totalität. Indes scheinen diese verschiedenen Dimensionen der Kritik doch eine innermarxologische Angelegenheit zu bleiben, ein Streit um die angemessene Methode der Kapitalismuskritik und ihren Status. Dagegen haben vor allem die klassenkämpferischen, politischen und aktivistischen Lesarten darauf bestanden, dass die eigentliche Aufgabe der Kritik doch die praktische Überwindung des Kapitalismus sein müsse und dass es also um eine revolutionäre, wenn schon nicht Wissenschaft, so doch Aufgabe gehe. Wir müssten also alle drei Dimensionen der Kritik noch auf diese letzte, entscheidende und geradezu abschließende Dimension zurückführen, auf ihre praktische Erfüllung. Diese Erfüllung entspräche einer selbstkritischen Wendung, die aus der Kapitalismuskritik eine Art Selbstnegation macht, so nämlich, dass die Kritik mit ihrem Gegenstand, also mit der kritisierten kapitalistischen Gesellschaft, verschwindet. Für diese revolutionäre Selbstnegation müssen wir uns nun diesem Gegenstand der Kritik zuwenden, mithin dem zweiten Teil im Untertitel, nämlich der politischen Ökonomie. Die revolutionäre Aufgabe steckt bereits im Verhältnis der beiden Kategorien oder schärfer in der Schnittstelle von Ökonomie und Politik. Die Arbeit und ihre Klasse werden ökonomisch zwar durch das Kapital vergesellschaftet, aber das muss politisch noch zu Bewusstsein kommen. Genauer gesagt, ökonomisch wird die Arbeit durch das Kapital enteignet wie angeeignet, in Kraft gesetzt wie verwertet, ausgebeutet wie beherrscht. Aber dieses ökonomische Verwertungsverhältnis muss, um seine eigene Überwindung zu bewirken, in der Arbeiterklasse auf eine politisch angemessene Weise zum Bewusstsein kommen.
Dieses politische Bewusstsein muss des Weiteren durch Organisation, Praxis und Kampf manifestiert werden. Und all das muss zudem zu einer Idee einer anderen kommunistischen, sozialistischen Gesellschaft führen. Es ist diese klassische Herausforderung der Kapitalismuskritik, die Lukács einer Aktualisierung unterzog. Er unterzog sie einer Aktualisierung im Zuge derjenigen Krise, in die der Marxismus der ersten Stunde, versammelt in der Arbeiterbewegung und in ihren Organisationen und Parteien und zusammengeschlossen in der Zweiten Internationale, in der Zeit des Ersten Weltkrieges geraten war. Lukács' Aktualisierung ist also bereits eine Reaktion gewesen auf diese Krise. Denn vor dieser Krise hat es für einen kurzen historischen Moment geschienen, als sei diese Politisierung und Revolutionierung der Arbeiterklasse im ökonomischen Selbst geradezu auf objektive Weise angelegt. Es schien, als komme der ökonomische Widerspruch von Arbeit und Kapital mit einer inneren, unvermeidbaren Notwendigkeit zu einem entsprechenden politischen Bewusstsein in der Arbeiterklasse und als dränge durch den Klassenkampf der Widerspruch auch zu seiner eigenen Lösung, ob nun durch den Fortschritt der Produktivkräfte oder ob durch Krisen, Verelendung und Zusammenbruch. Doch bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterzogen Lenin und Luxemburg diesen Geschichtsdeterminismus und Objektivismus einer Art marxistischen Selbstkritik und in beiden Fällen mit derselben Konsequenz. Der ökonomische Widerspruch von Arbeit und Kapital wird nicht revolutionär ohne die politische Zutat eines subjektiven Faktors. Bei Lenin ist die Zutat, die wie von außen dazukommen und die Unmittelbarkeit der ökonomischen Verhältnisse auf das Politische hin durchbrechen soll, bei Lenin ist diese Zutat bekanntlich die Partei. Es ist allerdings eine Partei neuen Typs, nämlich eine Avantgarde-Partei aus Berufsrevolutionären. Bei Luxemburg kommt diese politische Zutat dagegen nicht wie eine Schub- und zugleich Zugkraft von außen. Die Zutat muss von innen kommen, nämlich durch Erfahrungs- und Lernprozesse in den Arbeitermassen und an der Basis. Und als Dritter nun Lukács. Lukács hebt in seinem epochalen Verdinglichungsaufsatz sowohl den Ökonomismus und Objektivismus im Marxismus seiner Zeit auf, als auch die beiden Versionen eines subjektiven Faktors von Lenin und Luxemburg. Er schließt beides zusammen in seiner Idee des identischen Subjekts-Objekts der Geschichte. Man könnte sagen, er identifiziert das Objektive des Ökonomischen mit dem Subjektiven des Politischen. Durch diese Identifikation erhält der subjektive Faktor eine Art finale Zuspitzung. Die Identifikation führt nämlich zu einer Art revolutionärem Sprung der wahren Arbeitskraft. Dieser Sprung, und das ist meines Erachtens die Pointe der Identifikation, ist objektiv notwendig durch die ökonomische Existenzweise des Subjekts der Arbeit. Denn weil in der kapitalistischen Ökonomie die Arbeitskraft selbst zu einer Ware wird, darum kann im Selbstbewusstsein dieser besonderen Ware die gesellschaftliche Bestimmung und die Produktivkraft der Arbeit sich gleichsam selbst objektivieren und reflexiv werden. Reflektierbar wird für die Arbeitskraft aber auch und gerade die eigene warenförmige Verdinglichung und Entfremdung. Und durch diese eigentümliche ökonomische Existenzweise muss die Arbeitskraft, wenn ihr eben das zu Bewusstsein kommt, geradezu überspringen in eine praktische Selbstaneignung und in eine Art kommunistische Selbstverwirklichung. Kurzum, hier in der wahren Arbeitskraft haben wir Lukács' Idee zufolge also den Ort, wo Ökonomie und Politik zusammenkommen. Im identischen Subjekt-Objekt wird die Schnittstelle politische Ökonomie reflexiv, sie wird revolutionär scharfgestellt. Meine These ist, dass Lukács' identisches Subjekt-Objekt nicht nur ein Höhepunkt in der Kapitalismuskritik nach Marx war, sondern dass dieser Höhepunkt, wie es einem Höhepunkt eben eigen ist, auch zum Wendepunkt werden musste. Diese Wende wird meines Erachtens durch zwei Phasen sozusagen beglaubigt. Die erste waren der westliche Marxismus und die kritische Theorie. Und die zweite waren die neuen Marx-Aneignungen der 1960er Jahre. Was die erste Phase angeht, markieren vor allem drei Autoren diesen Wendepunkt, nämlich Walter Benjamin, Ernst Bloch und Adorno. Was zunächst Benjamin und Bloch angeht, so hielten beide noch an der Notwendigkeit einer Revolution fest, aber beide haben sie nicht mehr aus der Arbeiterklasse gleichsam abgeleitet, weder auf eine objektive noch auf eine subjektive Weise.
Stattdessen wechseln Objektivität wie Subjektivität gleichsam die Seite. Allerdings passiert dieser Seitenwechsel auf eine komplementäre Weise, wobei dieses Komplementäre interessanterweise zeitlich auszulegen ist. Dabei ist Walter Benjamin auf eine unabgegoltene Vergangenheit ausgerichtet. Er intervenierte in das lineare Fortschrittsdenken, das in der Kapitalismuskritik damals leitend war, durch das Einfallen einer anderen Zeitlichkeit. Dieses Einfallen einer anderen Zeit ist zwar auch bei Benjamin ein politischer Akt der Arbeiterklasse, nämlich eine Art Generalstreik des Proletariats, doch dieser Akt kommt aus einer Vergangenheit her, die unabgegolten ist. Es geht um die Wiederkehr einer Geschichte der Unterdrückung, die gleichsam selbst unterdrückt wird. Und diese unabgegoltene Vergangenheit wirkt einerseits wie eine schwache messianische Kraft, wie Benjamin das nennt, fort. Und andererseits muss sie in einem geradezu göttlichen Akt die Zeit aussetzen. Dieser Akt soll bei Benjamin den verhängnisvollen Selbstlauf der Geschichte nicht revolutionär vollenden, sondern er soll ihn nur unterbrechen und erst einmal aussetzen. Ernst Blochs Wechsel auf die andere Seite verhält sich zeitlich komplementär dazu, weil statt einer unabgegoltenen Vergangenheit eine antizipierte Zukunft gegenwärtig werden soll. Kommunismus als Tagtraum der Menschheit wachzuhalten, setzt Bloch auf den Materialismus des Wunsches, der konkreten Utopie und der Hoffnung. So tritt er im Gegensatz zu Benjamin eine Art Flucht nach vorne an, eine Flucht, die auf die Kraft eines Unzeitgemäßen setzt, das als antizipierte Zukunft die Gegenwart zu ändern imstande ist. Adornos kritische Theorie schließlich nimmt bekanntlich von allen revolutionären Ambitionen Abstand. Adorno befindet sich dadurch logisch wie auch chronologisch gleichsam in der Mitte zwischen Benjamin und Bloch und zugleich markiert er eine Art Nullpunkt und Stillstellung, sowohl was eine objektive revolutionäre Entwicklung als auch was ein revolutionäres Subjekt angeht. Mehr noch, Adorno trieb weder eine revolutionäre Entwicklung noch ihr Ausbleiben um, sondern im Gegenteil eine Art Konterrevolution, nämlich die berühmte Dialektik der Aufklärung, also der Umschlag von Aufklärung und technikwissenschaftlichem Fortschritt in ihr Gegenteil, in Ideologie, Ressentiment und Vernichtung. Das war die erste Phase nach Lukács. Zur zweiten Phase kam es dann im Zuge des Aufbruchs von 1968. Hier gab es nicht nur eine Rückkehr zu Marx und neue Lesarten des Kapital, es gab auch eine Wiederkehr der Arbeiterklasse. Allerdings war diese Wiederkehr nicht ungebrochen, sie war vielmehr durch Lukács Höhepunkt sowie durch die genannten Wendungen gleichsam hindurchgegangen, sodass die Arbeiterklasse sozusagen bekehrt wiederkehrte. Diese gewendete und bekehrte Arbeiterklasse verbindet so unterschiedliche und sogar gegensätzliche Erneuerungen wie den Operaismus Trontis, den Strukturalismus von Althusser und die sozialhistorischen Untersuchungen eines E.P. Thompson. Die Bekehrung besteht darin, dass die revolutionäre Entwicklung nicht mehr aus der ökonomischen Stellung der Klasse abgeleitet wird, sondern der Klassenkampf geht der Klasse voraus. Vereinfacht gesagt, wird dadurch die berühmte Bewegung von der Klasse an sich zur Klasse für sich geradezu umgekehrt. Folgerichtig wird auch das Verhältnis von Basis und Überbau neu bestimmt und ebenfalls geradezu umgedreht. Und auch die Schnittstelle von Ökonomie und Politik wird nun vom Überbau, von Kultur und Sprache und von der Psychologie her neu ins Verhältnis gesetzt. Hier kündigen sich bereits all die Turns in der Gesellschaftskritik an, die uns heute noch umtreiben, also der Linguistic Turn, der Cultural Turn, der Communicative Turn und so weiter. Das letzte Wort zur Schnittstelle Ökonomie und Politik sind heute zum einen der Postmarxismus, wo die Schnittstelle von politischer Ökonomie zu einer regelrechten politischen Ontologie wurde, und zum anderen die sogenannte Intersektionalität, die beide Seiten, also Politik wie Ökonomie, von einer übergreifenden Reproduktion her bestimmt. Und im Zuge dieser Neubestimmung wird auch die Arbeiterklasse als eine je vergeschlechtlichte, rassifizierte, ethnisierte, kulturalisierte Klasse gedacht.
Lukács markierte in dieser Geschichte des Klassenkampfs, so meine abschließenden These, den Höhe- und Wendepunkt. Nach Lukács ist es keinem mehr gelungen, die Schnittstelle politische Ökonomie so in Stellung zu bringen, dass dabei die Notwendigkeit der Revolution und die Idee des Kommunismus auf eine systematische und stringente Weise begründet wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frank Engster. Wir machen jetzt gleich weiter mit Luise Meyer. Luise Meyer ist Theatermacherin und Autorin und bekannt nicht zuletzt als Autorin des Buches Marx-Maschine oder Marx-Maschine, Marx ohne das autoritäre A, die 2018 bei Matthes und Salz Berlin erschienen ist. Und in diesem Buch Marx-Maschine, das ich allen nur ins Herz legen kann, ist Geschichte und Klassenbewusstsein sozusagen ein integraler Teil, also ein integraler Teil dieser Maschine. Und dementsprechend ist auch der Titel des heutigen, auch der Titel Ihres heutigen Vortrags mit Geschichte und Klassenbewusstsein gegen neoliberale Denkpanzer. Luise, bitteschön. Hallo. Ich habe keinen super ausgearbeiteten Vortrag. Ich habe ein bisschen, bei mir steht eine Idee am Anfang. Und von dieser Idee ausgehend, die ich gleich beschreiben werde, von dieser Idee ausgehend stellen sich mir einige Fragen, die ich gerne mit in den Raum geben würde. Und Geschichte und Klassenbewusstsein gegen neoliberale Denkpanzer spielt natürlich an auf diese irre Manie der neoliberalen Denker Hayek und Friedman, Thinktanks zu gründen. Und dafür wäre für mich die deutsche Übersetzung Denkpanzer. Und das Schöne ist tatsächlich, dass man mit dem Denkpanzer auch schon dieses Eingeschlossensein und Abgeschnittensein des Individuums mit ausdrücken kann, was sozusagen von allen Beziehungen, Produktionsbeziehungen abgeschnitten ist. Es gibt noch einen Untertitel, der hieß Bücher auf die Verhältnisse werfen. Und das ist nur, für mich ist es ein schönes Bild, weil sozusagen dieser Versuch, auch Theorie und Praxis zusammenzuführen oder Theorie irgendwie auch als eine Anleitung für die Praxis vielleicht zu lesen und die Ohnmacht oder dass das bis heute immer noch nicht so richtig befriedigend gelingt, das drückt sich für mich aus in diesem Bild, was aus dem Godard-Film La Chinoise kommt, wo eben Bücher geworfen werden und nicht gelesen werden. Und das bedeutet aber auch, dass sozusagen die Autorität der Bücher natürlich versucht wird, in Frage zu stellen und man die Bücher auf ihren Gebrauchswert nochmal befragt und ob man sie am Ende wirft oder unter den wackelnden Tisch legt oder sozusagen damit arbeitet. Für mich ist es so, dass Geschichte und Klassenbewusstsein selber seine Aktualisierung eigentlich von mir als Leserin einfordert und auch irgendwie eine Art Anwendung als Werkzeug einfordert. Und wahrscheinlich macht das nicht mehr Lukács dann, nachdem er es geschrieben hat, aber ich würde sagen, das Buch, der Text tut es. Und ich würde auch dafür plädieren, dass dieses Eigenleben, das dann das Buch entwickelt, als ein Appell sozusagen auch, sich dem auch so zu nähern und es eben als Werkzeug oder mit ihm ins Gespräch zu gehen und einen gemeinsamen Kampf auszuprobieren. Und das bedeutet für mich, weil ich schon sehr viele Ideen bei Lukács finde, die ich auch bei Rosa Luxemburg finde, eigentlich, dass wieder eine Geschichte geschrieben werden müsste von dem Zeitpunkt an, im Prinzip als Rosa Luxemburg aufgehört hat, die Gegenwart zu beschreiben. Und dieses Verstehen dieser Geschichte der letzten 100 Jahre, was ist da passiert, vor allem auch der letzten 50, 30 Jahre, da wieder den Versuch zu machen, in einem Gespräch miteinander, in einem Gespräch mit anderen Texten, so eine Art Kollektivperspektive einzunehmen und ein Kollektivsubjekt sozusagen auszubilden, das dann durch eine Vielseitigkeit oder viel Multiperspektivität das auch schafft, sich so einem systematischen Ganzen anzunähern oder einen Begriff davon zu entwickeln, was eigentlich, wie dieser Kapitalismus eigentlich unter
unseren heutigen neoliberalen Umständen aussieht. Und ich würde das auch sehen als eine Selbstreflexion, die sich in der Tradition einer Arbeiterinnenklasse versteht oder in einer Tradition des Begriffs sozusagen des Proletariats versteht und damit das auch als eine Selbstreflexion verstehen von Strategien, die man sozusagen nicht selbst als Individuum ausprobiert hat, aber die man selbst als, wie soll ich sagen, als Bedürfnis oder als eben Mitglied oder ja, dieser Klasse ausprobiert hat. Was ist dann heute, was gehört heute dazu oder was könnten Fragen sein oder wer könnte heute dieses Kollektivsubjekt sein? Ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich die internationalistische Perspektive, um eben einen Lernprozess draus zu machen und auch einen Prozess draus zu machen, wo nicht die eine Gruppe sozusagen die andere Gruppe beschreibt oder die andere Gruppe erklärt, sondern man tatsächlich auch in einem Streit und letztendlich in einem Streit und in einer Diskussion zu einem Verständnis erst von einem gemeinsamen Kampf kommt und den nicht voraussetzt. Und das wäre dann auch der Weg dahin, überhaupt erst sozusagen Klassenbewusstsein, wie ich das auch bei Lukács verstehe, dass das ja natürlich nicht schon da ist, sondern das zu erarbeiten durch einen Selbstlernprozess, der sich in einem Kollektiv vollzieht und in der Reibung aneinander und an den verschiedenen Perspektiven vollzieht. Und das ist dann eine Suche oder ein Versuch der Solidarisierung und der Kollektivierung in wiederum Kämpfen, wo es weiterhin um Aneignungsversuche oder um Aneignungsbewegungen von Organisation und Produktionsmitteln geht. Und das kam ja jetzt schon auch vor, um die Aneignung von Geschichte. Also gerade die Geschichte des Zerfalls der Sowjetunion und des Mauerfalls und der Wiedervereinigung ist eine Geschichte, die immer wieder neu angeeignet werden muss und wo immer wieder sozusagen auch eine Kritik der dominanten Geschichtserzählungen stattfinden muss, wozu dann auch nochmal eine Diskussion zwischen den Generationen gehört, was nochmal andere verschiedene Perspektiven zusammenbringt, die auch sich sozusagen in einem, würde ich schon sagen, Streitgespräch, aber doch irgendwie versuchen, einen Kampf zu definieren, in dem man sich gemeinsam befinden könnte. Ja, das, Moment. Genau, das weiterhin glaube ich, dass es dieses Kollektivsubjekt sozusagen des Klassenbewusstseins oder dieser Selbstlernprozess durch ein Kollektivsubjekt nur funktionieren kann, eben in einer verändernden Praxis. Und dazu gehört es auch, also Teil dieser Praxis ist dann auch, erstmal nach Sprachen zu suchen, nach einer gemeinsamen Sprache zu suchen und in Experimenten auch nach Diskussions- und Organisationsformen zu suchen. Ich meine damit jetzt nicht nur Plenum, sondern ich meine damit auch, dass Versuche unternommen werden, Begriffe zu übersetzen in die jeweils sozusagen nicht nur über Ländergrenzen hinweg verschiedenen Sprachen, sondern auch über Generationen hinweg verschiedenen Sprachen. Und dazu gehört das Experiment, was bedeutet, dass immer wieder Freiräume auch erkämpft werden müssen, in denen Organisationsformen ausprobiert werden können und dass immer wieder auch verschiedene Kampfformen sozusagen ausprobiert werden müssen, auch um letztendlich zu verstehen, was eigentlich funktioniert und was nicht funktioniert und das, was nicht funktioniert, dann auch aus der Praxis heraus beiseite lassen zu können. Und nicht zuletzt gehört gerade zu diesem Experimentierraum für mich auch, weil ich Theater mache, die Kunst und gerade auch diese Verbindung und die Suche nach Überschneidung von Kunst und Theorie und Praxis. Also der Versuch und Geschichte zum Beispiel als ein Gegenstand,
weil ich glaube, dass dieser Versuch, Bilder zu finden oder Geschichte der Arbeiterinnenbewegung weiterzugeben oder global weit verteilte Erfahrungen der Arbeiterinnenbewegung weiterzugeben, sich in der Kunst sozusagen tatsächlich als ein kollektiver Prozess sehr frei, experimentell selbst weiterbilden kann sozusagen. Genau, dann ist so ein bisschen für mich die interessante Frage, mit welchen Umständen haben wir es jetzt eigentlich zu tun durch den Neoliberalismus und auch welche einschneidenden historischen Momente haben vielleicht das Bild auch verändert von dem, was sich damals Lukács dargestellt hat. Und ich glaube, für mich ist eine der größten Fragen, die ich jetzt auch nicht einfach beantworten kann, sondern gerne mit in den Raum stellen würde oder eine Frage, über die ich auf jeden Fall auch manisch nachdenken werde weiter, dass gerade wenn man jetzt von Rosa Luxemburg und der Akkumulation des Kapitals kommt, womit ja eigentlich der Kapitalismus an seine Grenze kommen sollte oder ihm sozusagen seine eigene Zerstörung in seinen eigenen Prozess eingeschrieben sein sollte. Und wir aber erleben, also und das nicht erst durch den Mauerfall und durch den Zerfall der Sowjetunion und eben die danach einsetzende quasi Schocktherapie und neoliberale Wirtschaftsumordnung in dem Bereich und quasi eine Wiederaneignung auch der ganzen Produktionsmittel oder des ganzen Volkseigentums durch das Kapital, dass das eigentlich wie so eine Verjüngungskur gewirkt hat und dass wir heute in so einer Situation sind, wo immer wieder sich eigentlich die Krisen als eine Investitionsmöglichkeit oder als eine Möglichkeit zeigen, in denen wieder Austeritätspolitik hochgefahren werden kann. Und das eigentlich, also ich finde das in Berlin immer auf dem Wohnungsmarkt sehr interessant, dass natürlich die Häuser, die irgendwann mal besetzt wurden, dann auch wieder Häuser sind, die sich irgendwann wieder angeeignet werden können und dann wieder neues Kapital sozusagen bilden. Also das, was man dem Markt entzieht, sozusagen ihm eigentlich nur wieder eine neue Angriffsfläche bildet, um sich später auszubreiten und nicht stagnieren zu müssen. Und das Gleiche, eine ähnliche doppelte Bewegung gibt es vielleicht auch in Momenten, wo Widerstand passiert, also vor allem Widerstand in Form von Demonstrationen oder wie soll man das nennen? Gewalt gegen Dinge oder genau, aufständische Formen sozusagen, dass das eben oft dann zu einer Chance für Investitionen wird in Überwachungs- und Polizeitechnologien. Und auch dort wieder eigentlich diese, ja, so eine Unsicherheit besteht, solange sozusagen der Kapitalismus drum herum existiert und als Gesamtsystem existiert, dass eigentlich der Widerstand zum Investitionsobjekt wird. Und das ist ganz schön, weil es gibt diesen Film eigentlich, der das viel, viel früher in den 70ern von Fassbinder, die dritte Generation, der daraus dann so eine Komödie macht über die von ihm nur imaginierte damals dritte Generation der RAF, die dann von einem amerikanischen Firmeneigentümer bezahlt wird sozusagen, aber ohne dass die Gruppe das weiß, sondern nur der Provokateur weiß es sozusagen, der Engagierte. Und die ganze Gruppe ist natürlich am Ende tot quasi. die BRD investiert dann sozusagen in seine Überwachungstechnologie, weil ja diese furchtbare Terrorgruppe gezeigt hat, dass es notwendig ist. Und dafür hat er sie sozusagen im Vorhinein erst bilden lassen. Und das ist so eine Horrorvorstellung für mich. Ist eigentlich ein Horrorfilm, ist als Komödie dargestellt, aber das ist eigentlich so eine Horrorvorstellung und
was mich umtreibt, wenn ich irgendwie auch so eine Frage von, ist der Widerstand im Kleinen oder die Widerstandsbewegung oder selbst solche Riesenprojekte, was ich am Ende auch von innen heraus als gescheitert bezeichnen würde, aber wie eben der Ostblock, dass es aber überhaupt keine wirkliche, ja, dass es eigentlich eben genau diese Bewegung des Kapitalismus belebt und eigentlich sein Leben unnötig verlängert. Und das ist, finde ich, die eine wichtige Geschichte. Und die andere wichtige Geschichte an der Frage nochmal des Kollektivsubjekts und was das heute sein könnte oder wie man heute den Klassenbegriff vielleicht erweitern müsste oder den Begriff des Proletariats erweitern müsste. Ich habe da in der Mirks-Maschine zugeschrieben und habe da jetzt aber nochmal, das ist jetzt keine Selbstkritik, aber, aber ich habe jetzt nochmal für diesen Moment drüber nachgedacht und glaube, dass es aber immer noch gültig ist und auch für Lukács eigentlich für die Aktualisierung das Wichtigste ist eigentlich, dass die Trennungen zu überwinden, die ein zu eng gefasster Klassenbegriff bringt, dass das eigentlich die Hauptaufgabe sein muss und dass sich eigentlich über diese Solidarisierung und praktische Überwindung der Trennung erst so eine Art, erst ein Kollektivsubjekt oder erst ein Klassenbewusstsein bilden kann und dass eigentlich dieses Überwinden von Trennungen, die eben da durch die Arbeitsteilung und durch die Naturalisierungsbewegungen im Kapitalismus, also dadurch, dass rassifiziert wird und vergeschlechtigt wird, dass diese Trennungsbewegungen eigentlich zu überwinden die Hauptaufgabe ist. Und dass diese Frage, also das wird oft auch bei der Mirks-Maschine so gesehen, als ob ich den Klassenbegriff jetzt wahnsinnig erweitern würde. Aber ich denke, sobald man in der Geschichte zurückguckt oder so, ist das tatsächlich auch die Form, in der Klasse, bevor sie sich zusammentut, solidarisiert, auftritt, als nämlich zersplitterte und gegeneinander in Konkurrenzverhältnisse gesetzte. Dazu gehört, dass natürlich auch, und diese, das versuche ich immer wieder, das Lumpenproletariat sozusagen reinzuholen und auch über Gruppen zu sprechen, die nicht in Lohnarbeitsverhältnisse, in klassischen Lohnarbeitsverhältnissen arbeiten. Und ich finde, eines der wichtigsten Argumente dafür ist eigentlich immer noch die Reservearmee oder tatsächlich die Möglichkeit oder auch dadurch eigentlich die Bewegung, die Rosa Luxemburg beschreibt, in der Bewegung des Kolonialismus, dass immer wieder die Gruppen, die noch nicht Arbeiterinnen sind, aber kein Eigentum haben, immer die Gruppen sind, die potenziell sozusagen die nächsten Arbeiterinnen sein werden, wenn es wieder knapp wird. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Ich habe noch ein bisschen. Eine Minute? Ja. Okay. ein anderer Punkt, den ich wichtig finde oder interessant finde oder wo ich auch nicht so richtig fertig mit bin, ist der, dass die Bevölkerung zu Objekten werden von Bevölkerungskontrolle und von jetzt vor allem auch durch diese sozialen Medien, die sich dann wie Facebook so entwickeln, dass die quasi soziale Beziehungen strukturieren. Und besonders erstreckend war ja da das Beispiel, dass dann auch die UN irgendwann gesagt hat, dass Facebook tatsächlich mitschuldig ist am Genozid in Myanmar. Und dass die Frage sozusagen wird, das ist nochmal eine Frage an diese Subjekt-Objekt-Geschichte, inwiefern eigentlich das zur Ware werden oder zum Objekt werden oder zum Ding werden des Menschen ausdehnbar ist auf solche Erfahrungen, wo Menschen zu Objekten der Wissenschaft, der Bevölkerungskontrolle oder eben von solchen Konzernen wie Facebook werden und zwar zu quasi Kollektivobjekten gemacht werden, was ja der Markt eigentlich auch ist, der ein Kollektivobjekt sozusagen schafft und selber
vielleicht im Neoliberalismus so als Kollektivsubjekt vergöttlicht wird. Vielen Dank, Luise Meyer. Ja, wir haben tatsächlich die Gelegenheit, jetzt zu diskutieren. Es gibt auch schon einige Fragen im Chat, die ich gleich hier vorlesen möchte. Ich möchte aber zuerst doch den Referenten noch mal Gelegenheit geben, sich gegenseitig kurz zu kommentieren, sich mit der Bitte, sich kurz zu fassen, obwohl wir eben noch eine Dreiviertelstunde Zeit haben, aber es gibt, wie gesagt, auch schon ein paar Fragen. Ich möchte diese gegenseitigen Kommentare vielleicht ein bisschen eine Vorgabe machen oder mir selber eine Frage stellen. Es ist ja doch auffällig gewesen, dass in allen drei Beiträgen die Klassenproblematik eine gewisse Rolle gespielt hat. Das ist im Titel des Panels nicht aufgetaucht, aber offensichtlich kommt man bei Lukács dann doch nicht drum rum. Und ich möchte die Frage biografisch aufziehen, weil ich auch an der Biografie von Lukács sehr interessiert bin. Stefan Bollinger hat dieses schöne Wort von Selbstbezeichnung von Lukács als Klassenverräter bezeichnet. In diesem späten Vorwort zur Geschichte und Klassenbewusstsein sagt er ja so ein bisschen untertourig, hier würde jemand schreiben, der im Weltkrieg die Klasse gewechselt hat. Das ist sozusagen die neutralere Variante von Klassenverräter. Und dann schreibt er ironisch, ihm gehe es seitdem wie Goethes Faust, er habe zwei Seelen in seiner Brust. Und ich habe mir die Frage gestellt bei euren Ausführungen, wie wichtig das auch für die Theorie ist oder auch für seine Praxis. Also man könnte ja sagen, es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite, so hat Lukács selber das gesehen, er kann diese Klassenverhältnisse besonders gut erfassen, weil er beide Seiten gesehen hat, er kennt beide Seiten. Auf der anderen Seite könnte man vielleicht auch Lenins Vorwurf, dass es ein bloßer Kommunismus der Worte sei, das hat vielleicht auch was damit zu tun. Und das wäre was, glaube ich, bei allen Vorträgen dann auch bei Frank Engster und Luise Meyer eine gewisse Rolle gespielt hat. Also vielleicht könnte man diese philosophische Überartikulation des Proletariats als identisches Subjekt, Objekt der Weltgeschichte auch auf diese Frage des Klassenverrats beziehen. Und auch diese Frage, dass Klassenbewusstsein immer eine Selbstreflexion und eine Selbstsuche ist, eine Suchbewegung, die ja erstmal voraussetzt, dass ein Selbstverlust stattgefunden hat. Die Klasse ist ja nicht einfach immer schon selbst präsent, sondern da gibt es eine Distanz, eine Lücke, die überhaupt erst diese Bewegung in Gang setzt. Also kurz gefasst die Frage nach der Klasse als existenziellem Problem oder nach einer existenziellen Dringlichkeit, die mit der Klassenfrage bei Lukács verbunden ist. Gestern wurde das unter dem Topos der Zerrissenheit diskutiert, vielleicht kann man das sozusagen ein bisschen runterfahren, aber unter dieser Frage Klasse als existenzielles Problem. So, wir können vielleicht, ja, ihr dürft, wem was einfällt, der sagt was. Ich habe nur als kurzes, ich finde ja diese Geschichte, dass er dieses Erweckungserlebnis hatte sozusagen mit der Oktoberrevolution, immer so lustig, weil das ja der Moment ist, wo es wirklich so aussah, als würde jetzt die Weltrevolution sofort ausbrechen, mit der Novemberrevolution dann noch im sozusagen Schlepptau. Und dass das dann aus der Perspektive, wenn man ihm das glaubt, dass er das so geglaubt hat, ist es ja reiner Opportunismus. Also er hat gesehen, dass er sozusagen sich jetzt einfach dem Lauf der Geschichte quasi anpassen muss. Und das finde ich eigentlich passt zu dem, was er dann ja auch theoretisiert, dass es sozusagen notwendig ist und dass sich dagegen zu wehren eigentlich nur heißt, auf einem verlorenen Posten stehen zu bleiben. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer. Es ist ja die Besonderheit linker Bewegung, auch der Arbeiterbewegung, dass viele ihrer Impulsgeber, ihrer Theoretiker genau aus Klassenverhältnissen kommen, die eben nicht die unmittelbaren Produzierenden am Fließband oder an der Spinnmaschine stehenden sind, sondern die aufgrund ihrer intellektuellen Voraussetzungen in der Lage sind, bestimmte Sachen etwas deutlicher zu erkennen. Und ob nun das mit den Erweckungsvorgängen immer so stimmig sein mag, aber ich glaube, für viele ist schon die Erfahrung von Not und Elend und das zugespitzt tatsächlich in diesem Ersten Weltkrieg den Punkt, wo sie zum Nachdenken kommen und zur Erkenntnis kommen, dass die bisher herrschenden Verhältnisse offenbar überwunden werden müssen. Dass sie dann sicherlich gucken, wo es soziale Bewegungen oder Ansätze sozialer Bewegungen gibt, die diesen Bruch umsetzen können, ist vielleicht dann auch nicht ganz so abwegig. Also das, was ich vorhin erzählt habe mit diesem organischen Intellektuellen und der Idealvorstellung auch von Gramsci, dass der dann aus der neuen Klasse heraus erwachsen würde, ist natürlich ein Prozess, der am Anfang auf jeden Fall nicht vorhanden sein kann. Aber dieser Bruch, Erster Weltkrieg, Oktoberrevolution, ist, glaube ich, eine Schlüsselfrage.
Ich würde jetzt also den Lukas natürlich in Schutz vor dem Opportunismus nehmen. Die Masse seiner Klassenbrüder und Schwestern haben sich natürlich nicht auf die Seite der Revolution geschlagen, sondern auf die Seite der Konterrevolution und haben dort einen Weg eingeschlagen, der sie also zumindest bis 1945 doch auf den Seiten der Herrschenden und Besitzenden gelassen hat, mit allen Tücken und allen Schwierigkeiten. Also das ist, glaube ich, die eine Sache, über die man reden muss, was ich vorhin bei dir, Lisa, gut fand, der Hinweis, dass man natürlich über Proletariat, über Arbeiterklasse tatsächlich nicht mehr in diesem engen Sinne schwadronieren sollte, sondern sich natürlich im Klaren sein müsse, dass die Anzahl derjenigen, die in dem Kapitalismus auf der Verliererseite oder nur auf der schwächeren Gewinnerseite stehen, natürlich extrem groß ist. Ob das nun die 99% gegen das 1% sind, sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, da sind noch ein paar Prozent mehr, die auch von diesem System profitieren. Die Schwierigkeit und die Herausforderung ist aber, und die beobachten natürlich Kautsky, die beobachten Lenin, die beobachten Lukács und viele andere, was ich aus dieser Tatsache, dass es Menschengruppen gibt, die gegen ein kapitalistisches Ausbeutungssystem stehen, mache. Ob ich in der Lage bin, den zu helfen, diesen Bewusstseinswandel durchzunehmen. Ihr habt hier sehr stark auf Luxemburg abgehoben, dass das alles von da unten entstehen könnte. Wie auch immer, wie man also diesen Weg finden könnte, um diese doch sehr automatisierten und gegenwärtig, das hat Lisa auch nochmal sehr deutlich beschrieben, hier gezielt auch atomisierten Kräfte zusammenführt. Habe ich auch keine perfekte Lösung. Man muss wahrscheinlich dort weiter suchen, das weiter versuchen. Ich glaube, das, was in der Geschichte passiert ist, sollte man da auch nicht so ganz wegwerfen. Das sind Erfahrungen, die natürlich vorhanden sind, auch wenn vieles, wie wir wissen, dann ziemlich in die Hose gegangen ist. Ja, ich mache mal weiter. Ich glaube, dieser Klassenverrat ist für Lukács die einfachere Übung gewesen. Ich glaube, danach fingen für ihn die Probleme an, beziehungsweise danach gab es eine Zerrissenheit. Und ich würde sogar sagen, es gab eigentlich zwei Zerrissenheiten. Zum einen hat bekanntlich Lukács versucht, zwei Herren zu dienen, nämlich zum einen seiner Leidenschaft als Philosoph und Literaturkritiker und zum anderen dem Auftrag der Partei, dem er sich verpflichtet fühlt und dem er sich sozusagen freiwillig verpflichtet hat. Also das war ja keine aufgezwungene sozusagen Druck von außen, der ihn da ständig irgendwie versucht hat, zwischen diesen beiden zu tarieren, sondern das hat er sozusagen als eine Selbstverpflichtung gesehen. Es gibt aber noch eine zweite Zerrissenheit, finde ich, und zwar, dass er, obwohl er mit seiner Klasse sozusagen politisch oder ökonomisch gebrochen hat, in seiner Kunsttheorie, in seiner Ästhetik dann doch sehr, Luise hat es, glaube ich, gestern sogar verbürgerlicht genannt, er hat auf jeden Fall ein Volksfrontangebot gemacht, eine sehr lange Zeit, eigentlich bis zum Ende hinweg, unter den damaligen Bedingungen für mich absolut einsehbar und verständlich und hat, wie das ja allgemein im Realsozialismus üblich war, Herr Koch hat es ja auch am Anfang erwähnt und Christoph Links, hat versucht, das Erbe der Aufklärung des bürgerlichen Liberalismus, die großen Denker, zu retten und zwar vor allem an der Front sozusagen von Literatur, Ästhetik und Kunst. Und wir haben ja gestern schon bei dem Pendel im Brechthaus darüber gesprochen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was da eigentlich aufgeführt wird, ob das eher sozusagen eine Komödie ist, ob das eine Tragödie ist, ob es eine Farce ist. Aber man sieht praktisch sozusagen mit dem Eintritt in die kommunistische Parteien oder in die kommunistischen Parteien, denn es waren ja mehrere, wie Lukács immer versucht, sozusagen zweimal zwei Herren zu dienen. Und ich hoffe, Patrick, dass du das in deiner Biografie uns einmal bündig wirst darlegen können. Ja, danke. Das werde ich natürlich versuchen. Das ist ja tatsächlich auch eine, also über dieses Biografistische, wie man dann immer sagt, natürlich tatsächlich eine Herausforderung bei Lukács. Also ich glaube, dieses Leben kann man eigentlich da tatsächlich überhaupt nicht vom Werk trennen. Gut, da wollte jetzt Luise noch was zu sagen. Bitte schön. Ich finde das tatsächlich nur ganz kurz so spannend, auch im Kontrast zu Brecht, der ja auch nicht aus der Arbeiterinnenklasse kommt, aber der so einen Hass entwickelt fürs Bürgertum und fürs Kleinbürgertum. Also so ein, und das sehe ich eben, also das, deswegen habe ich Lukács als im Kontrast zu Brecht vor allem auch als verbürgerlicht auch beschrieben, weil ich eben das Gefühl habe, er versucht da was zu retten. Also dann ist ja diese Geschichte, dass er Thomas Mann auch offensichtlich persönlich kannte, schon als Kind.
Und man dann noch mehr das Gefühl hat, da ist so sozusagen, da rettet jemand seine Herkunft sozusagen. Und bei Brecht ist das so viel, so ein ganz aggressives, muss alles kaputt gehauen und vor allem die ganze Zeit entlarvt werden. Ja gut, da könnte man natürlich dann sagen, es gibt nichts Bürgerlicheres als bürgerlichen Selbsthass, sobald man denkt, zum Proletariat übergelaufen zu sein. Aber das sind natürlich Fragen, die wir jetzt, über die wir in den nächsten Jahren, glaube ich, immer noch weiter diskutieren können. Es gibt jetzt tatsächlich ein paar Fragen aus dem Chat und ich möchte die kurz euch präsentieren. Das eine ist, das kam schon sehr früh während der Diskussion, also auch schon vor dem Beitrag von Luise Mayer und vielleicht hat sich der dadurch auch schon ein bisschen erledigt. Warum kommen eigentlich soziale Fragen, soziale Probleme der Gegenwart nicht zur Sprache, wenn man sich mit Lukács Revolutions- und Politiktheorie beschäftigt? Das hat natürlich Luise jetzt in gewisser Weise ja schon auch weitergeführt und beantwortet, aber vielleicht kann ich die Frage nochmal auch an alle nochmal zurückgeben. Man könnte das ja sicherlich vielleicht reformulieren als Frage nach, ob ihr da irgendeine Art von revolutionärer oder radikalpolitischer Aktualität in diesen politischen Theorien seht. Also wir haben jetzt über dieses vielleicht über ein Proletariatskonzept gesprochen, das sicherlich aktuell reformuliert werden muss, also nicht aufgegeben, überhaupt nicht, sondern auf Stand gebracht werden muss. Aber wo würdet ihr sonst vielleicht revolutionäre oder radikale Aktualität sehen? Bitte, Stefan Bollinger, wenn Sie vielleicht anfangen. Ja, ich mache mal einen kurzen Hinweis. Also sicherlich in den letzten Jahren in der Ontologie des gesellschaftlichen Seins wird man das sicherlich alles etwas schwerer auffinden, aber wenn es den Spaß macht, die autobiografischen Arbeiten gerade der 60er Jahre sich anzugucken, die Interviewbände, die dort existieren, wird natürlich feststellen, dass Lukács dort immer wieder versucht hat, politisch einzugreifen, auch politisch befragt worden ist, was er von bestimmten Dingen hält und doch sehr klare Vorstellungen hat, wie Kapitalismus auch in diesen modernen Zeiten funktioniert. Er die Sorge etwa hat, dass die Studentenbewegung, die ihn so freudig neu interpretiert und dann ihre Marx-Lektüre selig ein wenig an ihn ausrichtet, doch in Gefahr läuft, genau das zu machen, wovon Lisa gesprochen hat, letztendlich zur Stabilisierung des Kapitalismus beizutragen. Und seine Hoffnung ist also immer wieder, dass doch eine Gegenbewegung funktionieren muss. Also das ist ihm schon klar, diese Widersprüchlichkeit, das kann man alles nachlesen. Das ist kein weltabgewandter Philosoph, sondern einer, der trotz allen Ärgers, den er immer wieder hatte, versucht hat, sich hier einzumischen und zu sagen, dass Nachdenken, aber auch politisch Kämpfen und Verändern notwendig ist. Frank, wolltest du noch dazu was sagen? Oder? Ja, ich wusste nicht, ob wir die Reihenfolge beibehalten. Ich würde sagen, dass es ja so ein bisschen durchgehendes Thema, zumindest in meinem Vortrag war, aber es klang auch vor allem bei Luise an, diese Frage, die tatsächlich Lukács zeitlebens umgetrieben hat, nämlich den Zusammenhang von Leben und Form und vor allem die Suche nach einer politisch angemessenen Form für die gesellschaftlichen Verhältnisse. Bei Luise war sozusagen so ein bisschen das durchgehende Thema oder der durchgehende Begriff dafür, die Frage nach dem Kollektivsubjekt. Und in meinem Vortrag bin ich ja so ein bisschen darauf eingegangen, welche politischen Formen uns damals von den drei großen Ls angeboten wurde, also von Lenin, Lukács und Luxemburg. Lukács, hatten wir gerade, ist so ein bisschen zerrissen, weil er versucht, zwei Herren zu dienen. Lenin hat sich ganz entschieden für die Avantgarde der Partei ausgesprochen und hat die Partei neu konzipiert, auf so eine Art Technik des Politischen hin ausgerichtet, also sowohl was die Phase der Vorrevolution angeht, als auch die Durchführung, als auch dann diese sehr technische Umsetzung in der frühen Sowjetunion. Und Luxemburg ist wahrscheinlich tatsächlich am nächsten dran an Luise, weil sie am ehesten plädiert für sowas wie Lernprozesse an der Basis, in denen auch Niederlagen oder Rückschritte irgendwie in Fortschritte gewandelt werden können und so weiter. Ich habe in meinem Vortrag ja so ein bisschen versucht, darauf zu drängen, dass obwohl es danach
diese Abkehren gegeben hat, also zunächst bei Benjamin und Bloch so ein Versuch, das irgendwie ins Utopische zu wenden oder in eine unabgegoltene Vergangenheit, bei Adorno dann diesen Nullpunkt und dann im Zuge der Studentenbewegung und diesen neuen Marx-Lektüren so eine gewisse Erneuerung und dass mit dieser Erneuerung diese Schnittstelle politische Ökonomie, die bis dahin eigentlich so immer im Mittelpunkt stand, ergänzt, erweitert und aufgebrochen wurde durch eben neue soziale Bewegungen. Und diese neuen sozialen Bewegungen haben darauf bestanden, dass das Klassensubjekt, wenn es existiert, eben eins ist, das auch vergeschlechtlich ist, das sexualisiert ist und das rassifiziert wird, kulturalisiert wird und ethnisiert wird. Und ich glaube, dass man, also dass beides richtig ist. Einerseits muss man sozusagen das Klassensubjekt, da sind wir uns ja alle einig, weiterfassen. Und die Frage ist jetzt, ist das eine Ergänzung, ist das ein Aufbrechen, ist das eine Erweiterung oder war die Klasse das eigentlich immer schon? Ich glaube, es ist so ein bisschen egal, weil auch die Kultur, auch die Sexualität ist eine politische Ökonomie. Also wenn man sich über sein Klassenbewusstsein, seinen Klassenstandpunkt oder über ein Klassensubjekt verständigen muss, muss man diese Schnittstelle Ökonomie und Politik in Blick nehmen. Das ist die Möglichkeit, sozusagen die Konstitutionsbedingungen all dessen zu erschließen. Aber ich glaube, zur politischen Ökonomie gehört auch die Ökonomie des Sexuellen, gehört die Ökonomie von Kulturalisierung, von Vergeschlechtlichung, von Sexualität und sowas dazu. Und weiß nicht, das ist ja ein bisschen auch gerade so der Streit. Die einen nennen das eine Rückkehr des Proletariats, die anderen sagen, es ist irgendwie so, es gibt so eine lange Verabschiedung. Die Dritten sagen, nee, es geht um eine Intersektionalität und um eine Übereinkunft. Und wie man das jetzt genau nennt, ist glaube ich, so ein bisschen egal. Tatsache ist, dass es sozusagen fast unmöglich ist, dass es nicht ein Klassensubjekt gibt, dass dieses Klassensubjekt sich aber immer neu sozusagen artikuliert. Und wenn es das jetzt durch diese Intersektionalität und durch diese, was weiß ich, diese Übereinkunft von verschiedenen Kämpfen und sowas macht, dann ist das eben sozusagen so, wie das Klassensubjekt funktioniert. Und in dem Sinne würde ich schon sagen, dass diese Wendung, die in den 60ern stattgefunden hat, dass der Klassenkampf der Klasse vorausgeht und dass man nicht aus einer objektiven Stellung ein Bewusstsein ableiten kann, dass es aber sehr wohl möglich ist zu sagen, so wie die Klasse sich artikuliert, so ist die Klasse nun mal aufgestellt, dass das erstmal ein ganz guter Ansatzpunkt ist. Ja, da gibt es, glaube ich, eine ganz interessante Anschlussfrage auch aus dem Chat, die jetzt auch nochmal ein anderes aktuelles Problem ins Zentrum stellt, nämlich die, auch die Naturbeziehung, glaube ich, steht im Hintergrund dieser Frage. Die Frage, ich lese sie mal vor, welche Aufarbeitung zur Frage des Fortschritts findet sich beim späten Lukács? Und vielleicht kann man die Frage auch gleich auf den jungen Lukács oder auf den mittleren Lukács oder den späten mittleren Lukács beziehen. Also auf Lukács überhaupt, welche Aufarbeitung, welche Stellung nimmt Lukács zur Frage des Fortschritts ein? Ist es möglich, den Fortschritt als Realist in Anführungszeichen zu kritisieren? Das war ja immer sein Anspruch. Das heißt, muss man dabei zwangsläufig Utopist, also auf die Zukunft gerichtet, oder Romantiker auf die Vergangenheit gerichtet werden? Gibt es die Möglichkeit, den Begriff des Fortschritts zu kritisieren und das dabei Realist zu bleiben? Also ich bin keine Gesamtwerks-Lukács-Expertin. Ich ziehe aus Geschichte und Klassenbewusstsein die Auffassung, dass der Fortschritt sozusagen seine Richtung erst gewinnt, nachdem er hinter einem liegt. Und das fände ich daran wichtig. Also weil sozusagen es für mich nicht ein Fortschritt ist, den er beschreibt, wo ich die Linie im Vorhinein ziehen könnte, in welche Richtung es geht oder wo ich hin will. Oder nicht das, was wir als technologischen Fortschritt in dem Sinne verstehen oder sowas. Ja, also das ist sehr interessant. Man könnte das die Frage natürlich einerseits auf die Frage der Technik beziehen. Also das ist natürlich auch eine Frage, die im 20. Jahrhundert, also auch aus den 20er Jahren heraus, natürlich auch in der marxistischen Philosophie immer wieder gestellt wurde. Und da gibt es diesen alten Vorwurf, der sicherlich auch nicht ganz unberechtigt in vielen Punkten ist, dass es da so ein instrumentelles Verhältnis zur Technik gibt. Man sagt, sobald die Technik sozialistisch angewendet wird, ist sie in Ordnung, kapitalistisch ist sie böse. Es gibt aber auch fundamentalere Kritiken der Technik. Das wäre eine Frage. Die andere wäre natürlich die Frage des Fortschritts. Die ist, oder der Zeitlichkeit, die ist diesen ganzen Konzepten natürlich, inheriert dem natürlich, also als Hegelianer kann man sich nicht zum Fortschritt verhalten. Und wenn man sagt, dass das Proletariat ist das immanente Subjekt-Objekt der Weltgeschichte, da steckt dann natürlich eine bestimmte Teleologie, könnte man sagen, drin.
Ist die Frage, hängt das zusammen oder gibt es da Auswirkungen? Man muss ja auch sagen, man kann ja auch sagen, Lukács hat nicht zu allem was gesagt und dann muss man gucken, ob es irgendwelche Ausgänge sperrt. Aber das wäre jetzt natürlich eine interessante Frage. Also Frage der Technik, Frage des Fortschritts, Frage der Zeitlichkeit. Ich meine, Frank, du hast da ja ein bisschen was zu gesagt, auch zu dem Problem der Zeit. Ja. Ich sag gerne noch mal was. Ich würde mich beschränken auf eine Gegenüberstellung zwischen dem jungen und dem späten Lukács. Also schon Geschichte und Klassenbewusstsein besticht ja dadurch, dass er nicht mehr wie der klassische oder traditionelle Marxismus so einen gediegenen Fortschrittsoptimismus annimmt. Also diese objektive Notwendigkeit, dass der Widerspruch von Arbeit und Kapital irgendwann automatisch und deterministisch zu Bewusstsein kommt und zu einer Revolution führt. Also damit hat schon Lukács gebrochen, nicht erst Benjamin, nicht erst Bloch oder nicht erst Adorno. Aber bei Lukács gibt es dann halt diesen emphatischen, messianischen, ich würde ihn sogar existenzialistischen nennen, den existenzialistischen Lukács, der halt die Revolution nicht aus so einem geschichtlichen Fortschritt ableitet, sondern aus so einer logischen Figur. Das ist ihm ja dann auch als Idealismus und sowas vorgeworfen worden, ne? Dass in dem Moment, wo die Arbeiterklasse ihre eigene Verdinglichung und Entfremdung erkennt, aber auch, dass das, was da verdinglicht und entfremdet wird, ja eigentlich für eine Selbstaneignung und für einen Kommunismus taugt, da hat er sozusagen einen existenziellen, zeitlosen Augenblick geschaffen, der nicht mehr auf eine geschichtliche Entwicklung angewiesen ist. Der Kapitalismus ist da und von seiner Logik her stellt er diese Möglichkeit der Revolution bereit. Und der späte Lukács der Ontologie ist dann eigentlich überhaupt kein richtig revolutionärer Lukács mehr, sondern der zieht sich meiner Meinung nach dann doch zurück auf sowas wie ein evolutionäres Geschichtsverständnis. Und das entspricht sowohl seinem Umgang mit dem Feld der politischen Ökonomie, also wo er sagt, eigentlich ist die Arbeit doch dasjenige, was den gesellschaftlichen Fortschritt bringt. Und dadurch, dass die Arbeit sozusagen eine teleologische Zwecksetzung erlaubt, ist der Mensch über die Arbeit, die auch das Tier verrichten mag, erhaben und kann sozusagen seine eigene Geschichte machen. Da ist jetzt nicht mehr viel drin von gesellschaftlichen Umbrüchen, von gesellschaftlicher Formbestimmung, sondern da liest es sich tatsächlich, haben wir auch gestern drüber gestritten, so ein bisschen wie das, was Engels nennt, die Selbsterschaffung des Menschen durch die Arbeit. Und auch sein Umgang mit avantgardistischen Kunstströmungen spricht ja dafür, dass er von revolutionären Umbrüchen nicht mehr so viel hält, sondern dass er da sich eher wieder so zurückbesinnt auf die sozusagen klassisch bürgerlichen Formate eigentlich. Und ich würde schon sagen, dass es zumindest diese Spannung zwischen dem noch recht jungen Lukács von Geschichte und Klassen Bewusstsein und dem späten reifen Lukács der Ontologie gibt. Gut, man muss natürlich dann aber auch natürlich daran erinnern, dass er parallel zu der Ontologie natürlich auch trotzdem eingreifende Schriften gemacht hat. Und wenn ihr euch anguckt, Demokratisierung heute, jetzt, wie heißt das hier, Demokratie heute und morgen, was ja auch mal zeitgleich mit der Ontologie entsteht, und sich etwas ablöst von diesem großen philosophischen Blick, der natürlich sehr politisch wird. Und seine großen Vorstellungen, wie man Demokratisierung unter linken Voraussetzungen, unter sozialistischen Voraussetzungen betreiben kann, als klare Alternative zur bürgerlichen Demokratie und ein klares Bekenntnis zur Rätedemokratie, da muss man das sicherlich auch zur Kenntnis nehmen. Also möglicherweise hat er sich dann entweder zu einer Arbeitsteilung entschlossen und sagt, na gut, das eine ist der große Wurf für die langen Zeiten, weil da geht es mir um Dialektik, da geht es mir um Kategorien und das andere ist doch nochmal der Versuch, politisch Dinge einzurammen und festzuschreiben. Also vielleicht müssen wir darüber auch nochmal nachdenken. Ja, das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt. Also da sind wir jetzt schon mehrfach drauf gekommen. Da sind wir auch in den letzten Tagen, also in den letzten Tagen gab es so Werkstattgespräche im Brechthaus zu Lukács und das Theater. Und da sind wir auch immer wieder drauf gekommen, dass es da tatsächlich, man könnte sagen, Arbeitsteilung oder eben so zwei Arbeitsfelder immer gibt. Also auf der einen Seite so eine langfristige theoretische Arbeit, die also da mahlen die Mühlen langsam und da wird gründlich auch die Tradition durchgearbeitet. Und es gibt immer diese Ebene auch von aktualisierenden, aktuellen Eingriffen, interventionistische Ebene, die sich dann häufig eben auch, das finde ich mal interessant, natürlich in Zeitschriften oder so auch findet, wo dann irgendwie, wo es auch Gegenrede und dann Reaktionen auf Reaktionen wieder gibt. Also Debattenbeiträge tatsächlich. Das zieht sich durch. Also eine Zeit lang hat er keine Möglichkeit dazu und dann sind auch diese Debattenbeiträge eher klandestin geschrieben und veröffentlicht worden. Aber das ist auf jeden Fall was man bei Lukács
glaube ich, im Blick behalten muss. Interessant, dazu fällt mir gerade ein, weil ich mir jetzt dann auch zu dieser Theatergeschichte nochmal seine Faust-Studien angeguckt habe. Und da sagt er im Prinzip, bei Faust ist das Gleiche. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Selbstbild. Faust ist ja auch Faust 2, der entschließt sich ja nachher auch zur Praxis. Der will dann, der sagt, er will gar nicht mehr nur erkennen, sondern er will jetzt, wie die, also Goethe als Leser von Saint-Simon, wichtig sind jetzt erstmal Staudammprojekte. Trockenlegung von Sümpfen, Deichbau. Also, und da sagt Lukas ganz klar, Faust entscheidet sich dafür, an der Entwicklung der Produktivkräfte mitzuarbeiten. Und da gibt es einen ganz interessanten Punkt, weil er gleichzeitig sagt, dass das bei Goethe mit so einem Geschichtsmodell verbunden ist. Er sagt, dass das eigentlich, dass es in Faust keine Tragödie insgesamt mehr ist, sondern eher eine Fortschrittsgeschichte oder eine Geschichte von einer Geschichte, die immer weitergeht, die sich aber über einzelne kleine Tragödien hinweg entwickelt. Also der Tragödie zweiter Teil, Faust 2, ist ein Theaterstück, das sich aus lauter kleinen Tragödien, die dann tatsächlich tragisch und auch menschlich tragisch sind, die Gretchen-Tragödie, die Erkenntnistragödie, letztendlich auch aus dieses Philemon und Baukes, die da vertrieben werden, quasi in ursprüngliche Akkumulation von ihrem Hof. Das sind kleine Tragödien, die muss man auch als Tragödien sehen und zu denen muss man sich stellen. Und gleichzeitig gibt es aber diese Entwicklung, die über die kleinen Tragödien hinweg sich entwickelt. Und ich glaube, da sieht man auf beiden Ebenen ist da Lukács selber sichtbar. Das eine ist der die große Entwicklung sieht und der andere, der sich in den kleinen Tragödien dann auch engagiert, wo er auch sagt, es wäre absolut unmenschlich, in denen sich nicht zu engagieren. Also man kann nicht einfach sagen, naja, wo gehobelt wird, fallen Späne, bisschen Tragödie muss halt sein, das ist der große, das ist sicher die Schlachtbank der Weltgeschichte, sondern man muss sich engagieren, man muss auf beiden Ebenen tätig werden. Und das wäre natürlich tatsächlich, glaube ich, nochmal interessant, das auch für die, auch auf die Frage von Fortschritts- und Produktivkraftkritik zu beziehen, weil das ja nicht, ist ein sehr aktuelles Thema, also wenn man mit jungen Leuten redet, was die bewegt, dann ist das natürlich ganz wichtig. Und es ist aber auch in den sozialen Bewegungen, über die jetzt immer wieder geredet wurde, in den letzten 30, 40 Jahren ein ganz wichtiges Thema gewesen. Und ich glaube, man muss auch im System, in der Systemkonfrontation ist das, also ich war noch auf Demos vom KBW, wo gesagt wurde, die sozialistischen Atomkraftwerke sind okay und die im Westen sind, die müssen wir sofort abschalten. Das ist natürlich ein Thema, was man dann auch historisch aufarbeiten muss. Ja, ich wollte noch vielleicht, ja, bitte. Kann ich noch ganz kurz zu Stefan sagen? Ich finde das wieder, also ich würde dir zustimmen, ich würde aber sagen, man muss das nicht gegenüberstellen, dass es zwischen dem jungen Lukács und dem späten Lukács diesen markanten Unterschied gibt, heißt nicht, dass Lukács immer auf Intervention ausgerichtet war. Also Lukács hat natürlich tatsächlich so eine richtig aktive interventionistische Phase gehabt, die vielleicht genau dazwischen liegt, also genau zwischen dem jungen und dem späten Lukács. Aber auch die Schriften der späten Ontologie versteht er natürlich als eine Intervention in aktuelles Geschehen. Also das, finde ich, ist eine Auszeichnung von Lukács durchgehend, dass er immer versucht, sozusagen zu intervenieren in aktuelle politische Notlagen oder Konflikte. Ja, jetzt gibt es ja noch eine, ich habe das, wie gesagt, mit der Technik, und das wäre vielleicht eine Gelegenheit, sich nochmal bei allen zu bedanken, die das hier technisch gerade möglich machen, also ich hätte es nicht hingekriegt. Nochmal, ich habe auf dem Pad jetzt gerade eine neue Frage gesehen, zur Konzeption der Partei. Bei Lenin wurde die Partei nicht konturiert, die kommunistischen Partei als Konzept gab es nie bei Marx und Engels, und die SPD war von Anfang an keine kommunistische Partei und hatte mit dem Konzept der kommunistischen Partei nichts zu tun. Lenin hat es gut gemacht, dass er eine Avantgarde-Partei von Berufsrevolutionären gebildet hat. Die Frage ist, glaube ich, nach dem Parteikonzept, das bei Lukács im Zentrum steht. Also wir haben jetzt immer wieder gehört, dass er sich der Partei verpflichtet fühlt. Er hat sich in der Partei engagiert. Er hat auch großen Wert darauf gelegt, es war für ihn auch biografisch wichtig, nicht aus der Partei rauszufliegen. Also das war immer das Beispiel Karl Korsch, das Schicksal Korsch nannte er das. Wenn man aus der Partei rausgeworfen wird, dann verliert man eigentlich erstmal seinen primären Wirkungsraum. Man muss in der Partei bleiben, und das ist auch, dann muss man manchmal eben auch Sachen sagen, die man vielleicht so, die ein bisschen missverständlich sind zumindest. Und dann wird immer gesagt, natürlich ist das nicht die stalinistische Partei, die später, aber vielleicht könnte man nochmal sich fragen, was ist das denn für eine Partei, von der er da spricht? Also es ist ja, die spielt ja eine große Rolle in Geschichte und Klassenbewusstsein. An den verschiedensten Systemstellen könnte man sagen, in den verschiedensten theoretischen Zusammenhängen, praktisch sowieso. Was ist das für ein Parteikonzept, das hier im Hintergrund steht? Ich will nicht schon wieder, aber ich fange auch gerne an.
Genau, wenn danach noch jemand anderes was sagt, dann... Ja, ich würde gerne erneut auf den Topos der Zerrissenheit zu sprechen kommen und genau in Geschichte und Klassenbewusstsein. Wir, Patrick, haben uns ja oft genug darüber gestritten, dass man bei Geschichte und Klassenbewusstsein tatsächlich beides findet. Also einerseits die Notwendigkeit der Partei, dies aber in der damaligen Zeit nicht besonders spektakulär. Spektakulär ist, dass ein Geschichte- und Klassenbewusstsein ein Revolutionsmodell entwirft, das ohne die Partei auskommt. Und das haben seine Gegner, die Gegner auf Seiten der kommunistischen Partei, ja auch sehr genau gemerkt. Und in seinen Wendungen räumt er das ja auch ein, in seinen späten Selbstkritiken, dass er damals eigentlich mit messianischem Eifer die Revolution sozusagen aus einem spontanen Willensakt abgeleitet hat. Ich finde das aber wahnsinnig anziehend, und es ist auch wahnsinnig anziehend gewesen auf die Generation, die dann um 68 Lukács wiederentdeckt hat. Ich glaube, Dimitra wird nachher was dazu sagen, dass gerade dieser subjektive Faktor, dass man die Partei zumindest anders in Stellung bringt, als das bei Lenin der Fall war und als auch bei der Sozialdemokratie, das ist das, was genau dieses Werk so interessant macht und bis heute gerade in seiner Unentschiedenheit sozusagen so akut macht. Das ist aber natürlich auch ein Reflex sowohl 1923 als auch 1968 auf die realen Verhältnisse. Diese tolle Partei, diese streng organisierte Partei, die dann relativ schnell zur Massenpartei wird und die geschlossen handelt, ist in diesen Situationen, glaube ich, an vielen Stellen nicht vorhanden. 1968 auf keinen Fall. Wenn man also von den überschaubaren Überresten der KPD im Untergrund absieht. Und das ist natürlich verlockend zu glauben, dass man anstelle einer solchen Organisation etwas setzen kann, das eher mit dem freien Willen zu tun hat, als mit dem harten Organisieren dieser Bewegung. Also ich glaube, das ist für 68 und für die Begeisterung der Studenten für diese Sache wichtig, aber ich denke mal auch für die 20er Jahre gilt das in ähnlicher Art und Weise. 1923 oder 22, wo diese Sachen entstehen, ist zumindest in Ungarn oder auch in Deutschland die Entwicklung der Partei doch noch auf einer etwas anderen Ebene, als sich das Lenin und die Sowjetunion und vielleicht auch Lukács vorgestellt haben. Und man sucht dann nach solchen Ersatzkonstruktionen. Also ich glaube, das sollte man also mit aller Vorsicht genießen. Und auch ernst nehmen, warum Lukács offenbar in seinen späten Jahren, also mit den damaligen Einschätzungen von Geschichte und Klassenbewusstsein, eben nicht mehr ganz so glücklich gewesen ist. Nicht nur, weil er damals eins um die Ohren gekriegt hat, sondern weil er auch gemerkt hat, dass diese Überlegungen so schön und so anregend sie sind, aber eben ihre Grenzen haben. Ja, Luise, willst du noch was zur Partei sagen? Das würde mich interessieren. Ich habe dazu schon auf einem anderen Panel ganz viel gesagt. Also das ist tatsächlich ein bisschen das, was ich vorhin versucht habe, mit diesem Kollektiv-Subjekt- und Selbstlernprozess sozusagen zu beschreiben. Dafür ist die Partei sozusagen die Form. Also ich habe nicht das Gefühl, also in Geschichte und Klassenbewusstsein, ne? Nur in dem. Und insofern ist und ich glaube, dass das sozusagen eher ein sehr idealistisches und sozusagen befreiendes und eben dieses Kollektivsubjekt bildendes Konzept von Partei hat in Geschichte und Klassenbewusstsein und dass ihn das auch an die Partei bindet, auch wenn sie dann nicht so ist, weil ich schon glaube, dass er an so eine Art Selbstlernkraft glaubt irgendwie, auch wenn es jahrzehntelang nicht so gut läuft, also schief läuft, dass er trotzdem das Gefühl hat, das ist sozusagen, das ist das Medium, in dem sich Erfahrung sozusagen herstellt für so ein Kollektivsubjekt oder aus dem man dann lernen kann. Und ich kann aus der Sache nicht lernen, wenn ich mich nicht reinbegebe sozusagen. Also das wäre, das ist meine Interpretation. Und ich wollte nur ganz kurz, weil ich glaube, dass das eine ähnliche Geschichte auch für die Technik tatsächlich relevant ist. Also die Frage nicht Technik ja oder nein, sondern wie ist die Technik geformt? Also wie von wem auch? Wer hat sozusagen, wer entscheidet, wie etwas gebaut und funktioniert und wie es in Interaktion tritt mit den Leuten, die die Technik dann benutzen? Mhm. Also machen wir
Genau, und das ist sozusagen auch eine Frage, inwiefern Arbeiterinnen an dem Prozess der Entwicklung der Technologien beteiligt sind, demokratisch. Für mich wäre die Frage nicht Bewegung oder Partei, was ja so ein bisschen die zwei Pole sind, sondern warum tauchen in der Politik, im politischen Feld der kapitalistischen Gesellschaft immer regelmäßig diese zwei Pole auf? Es ist ja auch nicht so gewesen, dass die 68er nun Lukács den Spontaneisten für sich entdeckt hätten, sondern es hat ja dann, als die Bewegung nicht mehr so richtig gefunzt hat, eine Leninisierung gegeben und in den 70er Jahren ein Haufen kommunistischer Parteien. Sehr erfolgreich war das genauso wenig. Die Frage ist, warum gibt es immer dieses Hin und Her? Warum gibt es immer diesen Moment der Bewegung? Und wenn die in Erschöpfung gerät, versucht man sozusagen, das Ganze noch zusammenzuhalten, indem man die Grünen gründet, indem man Podemos gründet, indem man Cinque Stelle gründet, indem man Syriza gründet. Und dann ist man von der Partei enttäuscht und dann entsteht wieder das Moment der Bewegung. Das hat dann wieder sein kurzes Aufflammen, meistens durch irgendeine äußere krisenhafte Entwicklung. Und dann gibt es sozusagen wieder diesen Sammlungs- und Formierungs- und Kristallisationsprozess von der Partei. Und ich finde es so ein bisschen so ähnlich wie die bürgerliche Gesellschaft auch aus diesen zwei Formen Staat und Markt nicht rauskommt, die ja so ein bisschen abgebildet werden. Und ich finde, die eigentliche Suche, abgesehen von der Frage, welche Bewegung und welche Partei, da gibt es ja auch sozusagen verschiedene Formen von Partei und Bewegungsförmigkeit. Die grundsätzliche Frage ist, braucht man nicht irgendwas Drittes? Und eine kurze Zeit gab es ja mal die Hoffnung, und da kommen wir wieder auf die Technik zu sprechen, dass das Internet, die Vernetzung, die Digitalisierung irgendeine neue Form von einer direkteren Demokratie ermöglichen könnte, die weder auf die Institutionen und Apparate des Staates angewiesen ist, noch auf dieses marktförmige, konkurrenzhafte, individualisierte. Und wir wissen alle, diese Hoffnung hat sich bislang überhaupt nicht erfüllt. Im Gegenteil, aus dem Internet ist in jeder Hinsicht ein Monster geworden. Einerseits wieder diese fast schon Staatsapparate, Google und so, die man irgendwie vergesellschaften müsste. Und andererseits da, wo das Internet irgendwie unkontrolliert und frei fluktuierend ist, wird es beherrscht von Trollen, von rechten Bloggern, die auch noch wesentlich erfolgreicher sind als ihre linken Pendants. Immerhin muss man sagen, dass dieses Internet es uns ermöglicht, heute hier zu sprechen. Ja, aber das finde ich nochmal interessant, wenn wir jetzt diese Frage der Partei, ich glaube tatsächlich, dass man die rauslösen muss aus dieser Frage Partei ja oder nein und welche Partei genau meint er denn, sondern dass man sie in Relation betrachten muss zu Gegenpolen. Also du hast jetzt gesagt Bewegung und ich glaube, was bei Lukács ja immer auftaucht, ist, der Gegenpol ist der Rat, die Räte. Sagt auch, es ist in Geschichte und Klassenbewusstsein, gibt es zwei Institutionen, wo sich Klassenbewusstsein verkörpert, ist die Partei und der Arbeiterrat. Und natürlich steht, da bestand ja auch historischen, auch bei den Bolschewiki ein gewisser Widerspruch. Und das ist etwas, was sich dann, glaube ich, tatsächlich durchzieht. Man kann sagen, das ist natürlich irgendwie bestechend zu sagen, das bildet einfach den Widerspruch von Markt und Staat wieder ab, aber vielleicht ja doch auch verschoben. Also so, dass dann jeweils dass es nicht einfach das Gleiche nur anders ist, sondern es ist tatsächlich, dass man begründen muss, was jetzt der Unterschied nochmal dazu ist. Und ich finde, dass es da interessant ist, dass es diese Rat, also die Frage mit der Räte, das wird immer gesagt, der Lukács, am Schluss ist er doch wieder Räte-Sozialist geworden, in Geschichte und Klassenbewusstsein rechnet er ziemlich vehement mit den Rätekommunisten der Zeit ab, nämlich mit Pannekoek zum Beispiel und Rühle. Und sagt auch Lukács, das Problem an Luxemburg ist, dass sie das so ein bisschen vorbereitet hat. Und gleichzeitig, glaube ich, findet man zum Beispiel bei Pannekoek dieselbe Polarität. Auch Pannekoek, der große Rätekommunist, sagt, wir brauchen eine Partei. Und das ist jetzt, dann ist es natürlich interessant, was heißt das jeweils in dieser Polarität? Für mich ist das so ein bisschen so, das ist eine Leerstelle, das hat Steffen Bollinger ja mal gesagt, das markiert so eine Leerstelle, es markiert die Notwendigkeit, dass da was ist, aber man weiß nicht genau was. Man könnte auch sagen, es ist eine Sehnsuchtsformel. Also so taucht das ja auch bei heute immer wieder auf. Also es gibt die Sehnsucht nach einer guten Organisation, in der man sinnvoll tätig sein könnte und seinen Ort hat und dann an sein kleines Rädchen drehen kann. Aber die gibt es ja nun nicht. Und das ist das Interessante, dass man das muss man, glaube ich, als Sehnsuchtsformel auch ernst nehmen. Ich habe neulich mal gesagt, die Partei ist natürlich für die Leute auch, Lukács sagt, das ist ein Ort, wo man diskutieren kann, wo man frei diskutieren kann. Das ist natürlich, also ich meine, wenn man die Praxis der Partei kennt, ist das natürlich eine krasse Ansage, aber er sagt, das ist der Ort, wo man frei diskutieren kann. So ist das bei Pannekoek auch. Man könnte sagen, die Partei ist der Safe Space für kommunistische Diskussionen. Und das ist natürlich was mit der Realität der meisten kommunistischen Parteien, so wie wir sie im 20. Jahrhundert kannten, nicht viel zu tun hat. Aber dazu will Stefan Bollinger jetzt was sagen. Ja, ich glaube, man muss sich eher im Klaren sein, wie widersprüchlich diese ganze Geschichte ist. Erstmal ist Lukács 1967, glaube ich, dankbar und zufrieden, dass ihn die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei wieder regulär aufnimmt. Er ist wieder in der Familie drin. Das Zweite, was man sich angucken muss, ist die reale Widersprüchlichkeit auch dieser realen kommunistischen Parteien zwischen 1917, 18 und 1989. Sie verkörpern durchaus ja unterschiedliche Momente, die auch diese
sozialistische Heimat diese Diskussionsmöglichkeit einschlossen, aber eben auch das Risiko, dass man dort natürlich auch großen Ärger bekommen könnte. Also das ist das Erlebnis zumindest der frühen Generationen, der 50er, 60er Jahre, wenn wir es in Deutschland sich angucken, auf jeden Fall, dass das vorhanden gewesen ist. Auch wenn Sie wissen, dass es Säuberungsaktionen gegeben hat, dass bestimmte Zugehörigkeiten dann also problematisch waren. Wenn wir hier drüber sprechen, über dieses Dreieck, interessant, über die Parteibewegung und Rätedemokratie, es ist sicherlich die Schwierigkeit, wie man das tatsächlich zusammendenkt. Das kriegt man ja wahrscheinlich noch hin, so halbwegs, aber wie man das praktisch politisch organisiert. Also eine Überlegung, die Lukács anstellt, sagt, naja, das ist natürlich der Idealfall mit Marx oder mit Lenin, dass man also Führer hat, die politische Organisatoren sind und die theoretische Denker sind. Und meistens klappt es aber eben nicht so ganz. Dann können Sie bloß das eine oder das andere, und das ist dann der Vorwurf Richtung Stalin, dass er eben dies nicht vermocht hat. Aber ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die Herausforderung, mit der wir weiter leben müssen. Und eine Überlegung, die man auch anstellen muss, alle drei Dinge, Bewegungen, Partei und Rätedemokratie als Chance, existieren natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern in einer Auseinandersetzung, in einem Klassenkampf, über den wir hier gelegentlich gesprochen haben. Und leider beeinflussen die natürlich auch die Innenverhältnisse und die Wechselverhältnisse zwischen diesen Dingen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, der sich jede Generation neu stellen muss und die wir sicherlich heute auf dem Panel nicht lösen werden und wahrscheinlich auch mit dieser Konferenz nicht lösen werden. Aber die Herausforderung an Linke ist, die irgendwann mit diesem Kapitalismus abrechnen wollen und was anderes dafür hinstellen wollen. Ja, ich glaube, das ist doch jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort auch für dieses Panel und vielleicht auch als Herausforderung für den Rest der Tagung, weil tatsächlich dieses Problem, was wir hier jetzt im Feld des Politischen diskutiert haben, wir haben ja mit Absicht das Politische an den Anfang gestellt. Also es wird viel über Lukács als Literaturtheoretiker jetzt auch wieder diskutiert, aber wir haben das politisch mit Absicht an den Anfang gestellt, weil sich hier tatsächlich diese Herausforderungen formulieren, die dann auch in die anderen Felder ausstrahlen. Und wir werden das jetzt gleich ja weiterführen. Also es ist gleich eine Viertelstunde Pause. Dann gibt es das Panel mit den internationalen Beiträgen aus der Volksrepublik China, aus Brasilien, wo, glaube ich, gerade diese Frage von Partei, Rat und Versammlung auf den Plätzen und Bewegung sich nochmal ganz anders stellt oder ganz aktuell stellt. Dann haben wir nach der Mittagspause dann ein Panel zu Lukács und Wahlverwandtschaften, Lukács und. Und da geht es um Lukács und die 68er, Lukács und die Frankfurter Schule, Lukács und die Situationistische Internationale. Also da geht es wird sicherlich um die Frage der Organisation, wie man das Kollektivsubjekt installiert und so organisiert, auch wieder gehen. Und am Ende haben wir das schöne Panel mit Kunst und Verbrechen. Da geht es um die Frage, inwiefern diese Fragen nicht nur im Medium des Scheins in der Kunst gelöst werden, sondern auch überhaupt erst die Kunstproduktion antreiben. Ja, ich bedanke mich bei euch allen dreien. Das war eine sehr anregende Diskussion. Ich habe gleich am Anfang schon viel gelernt und freue mich jetzt auf den Fortgang der Tagung. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause und pünktlich um 12.15 Uhr geht es dann auf diesem Kanal weiter. Vielen Dank.